Breaking News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter breakingnews.net. Bestimmung, Nebelschwaden um ihn herum, überall Gebilde huschen um ihn herum, sich mitten im Sumpf befindend, träumt er mit dieser Welt, nach vergänglichem Glücke suchend, erfährt er Hass und Neid. So nach Orientierung, alles ist so verwirrend, geblendet in seiner Not, sieht er nicht den kommenden Tod. Er weiß nicht, woher er kam, er weiß auch nicht, wohin er geht, er weiß es nicht, er ist einfach da. Thank you.
Land, enttäuscht und nicht erlangt, wird er blind, ja blind vor Begierde. Er bindet sich an die lebenden Toten, die diese Dinge besitzen, vergiftet von ihren Methoden. Wird der Sklave der Reaktionen, ja eigentlich sollte er wissen, woher er kam, und er sollte auch wissen, wohin er geht, ja er sollte wissen, er sollte Wissen haben, er sollte wissen, woher er kam, er sollte auch wissen, wohin er geht. Er sollte Wissen haben. Darum wacht jetzt auf und sieh den Betrug. Wir haben doch alles so genug. Seh doch jetzt die Göttlichkeit. Sie ist unsere gemeinsame Ewigkeit, ja. Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, und ich begrüße euch zur heutigen Sendung hier am 27. November 2012. Und wir schalten nochmal das Echo aus, gell? Okay, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt hier. Mensch, wunderbar. Ich bin heute ganz im grünen Sakko. Ja, Anlass der Sendung hier, klar, ne? Clown und so weiter. Das kommt dann kleiner. Hier ist auch schon was los, hier im Chatraum bei wakenews.net, Wake News Radio, gibt es sogar drei davon. Ne? Hier kommt sogar was von einem Löwensenf. Detlef, hallo an alle Lieben. Jawohl, okay, klasse. Also, ihr könnt mir ja immer hier während der Sendung auch Informationen posten, ne? Auf der einen Seite hier im Chatraum oder aber auch durch meine E-Mail-Adresse bin ich erreichbar, radio@wakenews.net. Und das ist immer gut, wenn ihr mir da so ein bisschen umfangreiche Sachen noch zuschicken wollt, die ich auch vielleicht sogar vorlesen sollte. Ist schon einiges da, ne? Könnt ihr das machen? Das ist klasse. Ja, und ich begrüße natürlich alle auch bei milen-fm.net oder .lu, die uns natürlich auch immer wie immer live zugeschaltet sind. Ja, und wir haben heute ein interessantes Thema, wie immer, ne? Sage ich das immer. Aber zunächst herzlichen Dank an unsere Künstler, die Musiker, die uns hier ihre Musik zur Verfügung stellen, damit wir sie bei uns spielen können. Und natürlich auch etwas für Sie tun können, nämlich Sie noch bekannter zu machen, als Sie schon sind. Ne? Also ein bisschen. Ne? Denn wir sind immerhin live immer auf drei Sendern und das ist schon nicht schlecht. Und nachher natürlich auch in dem Video-Upload und was weiß ich. Ne? Bin ja noch nicht so ganz fertig mit meiner Webseite, ne? Die ich ja seit 14. November wieder bedienen kann. Also Zugang hatte ich immer, ja, sie war ja auch nicht abgeschaltet, ne? Sonst wäre es ja schwierig gewesen, auch mir zuzuhören. Nee, aber ich konnte sie nicht bedienen, weil meine ganzen Datenbanken nicht verfügbar waren, die hatten sie mir alle weggenommen, ne? Oder die Software und so, ne? Und
Wenn ich da dran rumgefummelt hätte, dann hätte ich da irgendwas kaputt gemacht, dann wäre gar nichts mehr gegangen. Und das wollte ich nicht riskieren, ne, weil da gibt's immer so dumme Fragen, so, du kannst. Okay, deshalb wiederhole ich das immer mal wieder. Für die Leute, die es auch nach dem 10. Mal noch nicht verstanden haben sollten. Also, herzlichen Dank an die Künstler. Hier als erstes hörten wir von Dano Songs, The Savoy Drift. Und natürlich dann von Teja, Wissen haben. Klasse Musik. Und ja, hören auch noch mehr heute. Also wer da mal zuhört von Künstlern und ja, DJs, Bands, was auch immer, bitte, ihr könnt mir auch gerne mal eure Musikvorschläge reinschicken unter radio@witness.net, am besten in MP3-Form, dann höre ich es mir an. Und in der Regel spiele ich es dann auch, ja, nicht immer sofort vielleicht, aber okay. So, klasse, dass ihr also da seid, auch ihr Künstler, ne? Eigentlich hättet ihr auch einen Applaus verdient, aber da müsste ich ja für jeden von euch einen Applaus spielen und das habe ich jetzt schon so viel gemacht in anderen Sendungen. Sparen wir uns diesmal. Es sei denn, es kommt irgendwas ganz Besonderes nachher noch auf uns zu. Ja, und dieses Thema unserer heutigen Sendung, welchem Clown wollen wir trauen? Ja, das müsste eigentlich ja jedem einfallen. Wenn man so sich die Landschaft anschaut, wir leben ja in einer Matrix. Das ist so, wie wenn wir in einem Zoo leben würden. Ja, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Die Matrix ist wie ein Zoo. Ne? Es gehen Leute in den Zoo, also absichtlich in den Zoo. Gucken sich den an, fühlen sich da, ja, oder gehen nach Disneyland, ne, oder sowas, fühlen sich da ganz klasse drin. Die Tiere im Zoo, ob die sich so klasse da drin fühlen, weiß ich nicht. Aber die Mitarbeiter und Protagonisten zum Beispiel in einem Vergnügungspark, die fühlen sich da vielleicht sogar wohl. Ne? aber irgendwann gehen die vielleicht dann abends auch nach Hause und sagen, oh, so, und ja, und gehen in eine andere Welt, ne? In eine andere Matrix. Aber gut, okay, das ist, ihr wisst, was ich meine. Und so ist das eben auch da, wie wir es hier eigentlich erleben können. Und in dem Zusammenhang, ja, konnte ich es mir doch am Wochenende tatsächlich nicht verkneifen, ein Video zu machen, sogar zweisprachig, also eins auf Englisch, ne? Und dann eins auf Deutsch. Ne? Und zwar über etwas ganz Kurioses, nämlich über den Mars Rover Curiosity. Ne? Curiosity heißt, ja, naja, was es sagt, ne? Kuriosität, ne? okay, ob das wirklich damit gemeint war, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls ist mir Folgendes aufgefallen, weil ich dir jetzt überall daher, ja, Mensch, hier davon gesprochen, die Sensation des Jahrhunderts hier, irgendwas haben sie gefunden auf dem Mars. Und zwar der Rover hat das gefunden mit seinem Schaufelbagger. Anscheinend, ne? Und ja, das habe ich mir dann angeguckt. Und das, ja, das Originalvideo gibt es halt, das habe ich auch immer verlinkt dazu. Das ist auf Englisch. Und da erklärt er, was dieser Mars Rover da macht, wie der funktioniert und bla bla und was der für Untersuchungen macht und was sie gefunden haben, mehr oder weniger, ohne die Sensation bislang wirklich preiszugeben. Und als ich das Ding mir angeschaut habe, weil ich dachte, jetzt kommt's! Ach, doch nicht. Da hatte ich dann aber schnell entdeckt, irgendwas stimmt da nicht an diesem Video. Was kann das sein? Ich habe es mir dann nochmal angeschaut und Mann, und dann habe ich gedacht, dieser Himmel kommt mir irgendwie bekannt vor. Ne? Also nicht wegen der Farbe, unbedingt, gut, naja, man kann sich drüber streiten hier. Also manchmal ist ja auch unser Himmel so ein bisschen rötlich-braun, ne? Je nachdem, ob gerade ein Sahara-Sturm rüberkommt aus der Sahara-Wüste in Kanada. Hey, stimmt das, was ich gesagt habe? Nein, die Sahara-Wüste doch in Afrika. Okay, wie auch immer. Kleiner Spaß nebenbei, ne? Okay, und da ist mir was aufgefallen, nämlich so ein paar Streifchen im Himmel. Da habe ich gedacht, das ist merkwürdig. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und dann habe ich mir das ganz zu Ende geguckt und nochmal. Und dann habe ich gesehen, oh, die kommen aber in ganz verschiedenen Bildsegmenten darin vor. Da habe ich mir die mal rausgenommen und habe mir, ja, ich war ja schon ein bisschen vorinformiert, muss man ja sein, habe mir mal so ein paar Bilder aus Nevada zeigen lassen, ne, Bildschirm hier, vom Internet, einfach so, ne, mal reingegeben. Und da kamen natürlich ganz ähnliche Streifen.
Habe ich gesagt, hoppla, der Boden ist ähnlich, die Streifen sind ähnlich. Das Einzige, was unterschiedlich war, das ist die Farbe des Himmels. Ne? Ja gut, ich meine, es hat ja wahrscheinlich auf dem Mars auch gar keinen Himmel. Das muss dann irgendwie anders heißen. Ne? Genau wie es auf dem Mars ja auch keinen Erdboden hat, weil Erdboden kann es ja nur auf der Erde geben. Ne? Müsste also Marsboden heißen oder so. Und dann ist es auch kein Himmel, sondern was weiß ich. Ja. Ich will mir da nichts einfallen lassen dazu. Sonst wäre ich nachher auseinandergerissen in der Luft ohne eine Chance. Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt werden viele sagen, ja Mensch, kann der denn nicht sehen, dass das eine Animation war? Das habe ich natürlich gesehen, dass das eine Animation ist. Aber diese Animation, und das wusste ich natürlich auch, bisschen recherchieren durchaus, die datiert schon ein bisschen länger her. Ne? Also mindestens, sagen wir mal, 5, 6, 7, ja, vielleicht noch mehr Jahre. Und das habe ich mir gedacht, ja, also wenn du jetzt hier also etwas ganz brandneues erfahren sollst, im November 2012, dann könntest du doch erwarten, dass man auch irgendwelche Live-Fotos sieht oder, naja, so zumindest, sagen wir mal, so ein paar Wochen alte Fotos vom Mars, wo der doch da ganz tolle Sachen macht. Ja, und die filmen das rauf und runter und dies und haben das schon, machen das schon seit Jahren. Das Ding fährt da schon seit Jahren herum. Jeder wundert sich, wie das möglich sein kann. Gerade wurde berichtet darüber, ein riesiger Marssturm mit einem Sandsturm, wie ihn die Erde noch nie gesehen hat, fegt da um den Mars herum mit was weiß ich wie viel 100 Stundenkilometern. Das macht doch dem Mars-Rover nichts aus, der sieht aus wie geleckt. Der sieht aus wie neu. Die Mechanik, da kommen doch keine Sandkörnchen rein. Wie kommt ihr denn da drauf? Das so gebaut, das passiert da nicht, auch wenn sich das bewegt. Da kommt niemals irgendwas dazwischen. Kein kleinstes Sand. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, ob das Sand ist, da oben auf dem Mars. So ganz genau finden wir es nicht raus. Was mich nur eben stutzig gemacht hatte, ja, ich muss das jetzt ein bisschen kommentieren, weil es haben sich jetzt schon so viele Leutchen angeguckt und auch spekuliert, ne, in den Kommentaren, kann sich jeder anhören oder anschauen. Ich habe das in verschiedenen Kanälen gepostet. Neudeutsch. Und nicht aus Neudeutschland. Okay. Das ist kein Sand, sondern das ist Koks hier, sagt einer, jawohl! Koks, haben die da Kohle? Ne? Auf dem Mars? Den Koks kriegst du ja nur für Kohle. Ne? Oder von Kohle? Ne? Das ist ja, ihr wisst Bescheid. Okay. Also, wer mein mein Humor so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich da vielleicht auch ein bisschen den Schalk im Nacken hatte, sagt man so, ne? Früher war der Schalk, naja, gut, das ist auch eine andere Geschichte, komm, ich will nicht abschweifen. Also, jedenfalls, das juckt mir in den Fingern. Du musst mal einen Senf dazugeben, Löwensenf. Oh Mann, ey. Ja gut, also ich will auch gar nicht die Geschichte ganz zu Ende erzählen, sondern einfach nur mal ein bisschen darauf aufmerksam machen. Dieses Video, was ich dazu mit meinen Kommentaren gemacht habe, soll eigentlich nur mal zum Nachdenken anregen, vor allen Dingen auch die Wissenschaftsgemeinde, die hörig davor sitzt, Mund offen, Arme verschränkt. Oh, Nase. Und so weiter. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Ja, und da haben die natürlich, also viele wissenschaftlich orientierte Menschen haben mir da bitterböse Kommentare reingeschrieben, die Freundschaft gekündigt, den Kanal abgemeldet und so weiter. Aber es hängt ein bisschen mit diesem Thema heute zusammen, weil wir werden hier am laufenden Band veräppelt. Sorry, Leutchen. Und deswegen kann ich das auch alles schon gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Es gibt natürlich traurige Geschichtchen und ich bin auch gerade in einer Recherche. Das macht ziemlich viel Aufwand, weil ich das sehr genau recherchiere, um auch da keine Fehler zu machen. Was ich auch demnächst nochmal veröffentliche. Das wird überhaupt die Serie einer Veröffentlichung, wo ich richtig schön ins Eingemachte gehen werde, Leutchen. Deshalb macht es ein bisschen Mühe.
ist das doch nicht nur Copy- und Paste-Journalismus. Ne? Da muss ich auch selber ran. Jo, und eben wie gesagt, da konnte ich mir nicht verkneifen, dazu was zu schreiben. Und ich glaube auch viele haben es kapiert, was ich damit meinte. Und ich hoffe, ja, wer es noch nicht gehört hat oder sollte sich's mal antun, ist nicht so lang, ne? 8 Minuten oder was. Reicht schon. Okay, ja, das vielleicht zu diesen neuesten wissenschaftlichen Sensationen aus der NASA, Küche direkt aus Nevada, irgendwo aus dem Sand. Okay. Hier fragt jemand, worum geht's denn heute? Na, ich bin doch die ganze Zeit schon am Reden. Welchem Clown wollen wir trauen? Ist das Thema heute. Mann, oh Mann. Bin ich nicht deutlich genug? Okay, also was habe ich dazu geschrieben? Ich lese es euch vor, weil ich habe es ja schon formuliert, weil zu jeder Sendung schreibe ich in der Regel auch ein kleines Artikelchen, meist auf myweakness.wordpress.com und da habe ich Folgendes geschrieben. In ungewöhnlich schneller und offensichtlicher Weise können inzwischen weltweit alle Menschen sehen, mit was sie es zu tun haben. Puppen regieren die Welt für eine Gruppierung von Bankstern, zumeist aus dem Hause Goldman Sachs, deren Vasallen im Übrigen inzwischen überall an den Schalthebeln der Macht sitzen. Diese Gruppierung von Bankstern ist die Vorfront des Regimes einer kleinen Menge von Familien, die die gesamte Welt beherrschen. Darüber berichte ich immer in meinen Sendungen. Diese nenne ich bewusst die dominante irrsinnige Minorität, abgekürzt DIMS, D-I-M, ein kleines S, ne, für die Mehrzahl. Denn es sind nur wenige gemessen an der Weltbevölkerung. Also ohne die Marsbevölkerung, die lassen wir jetzt mal auspuren. Und sie sind alle miteinander verwoben und pflegen ihre Blutlinien und sie sind extrem brutal, menschenverachtend. Denn sie sehen uns als ihr Vieh, ihre Sklaven und haben inzwischen mittels Korruption, Gewalt, Erpressung alle Macht erlangt, die sie vermeintlich schützt vor dem Volke, das ganz sicher sehr böse werden wird, wenn es herausfindet, wie eigentlich alles zusammenhängt. Also die Figuren, die man uns, dem allgemeinen Volk, so tagtäglich in der Flimmerküste und sonst wo vorsetzt, haben natürlich selbst gar nichts zu melden, sondern sind sozusagen ferngesteuert, also wie der Mars Rover. Stehen möglicherweise dermaßen unter Mind Control, dass sie es gar selbst glauben, was sie da ablesen müssen oder dahinstottern. Man brauche nur einigen dieser Personen zuzuhören, so wie zum Beispiel Herrn Obama, der ohne Teleprompter, na, das ist so Bildschirm mit Textablesung, vollständig verloren ist. Auch Frau Merkel macht nicht gerade eine gute Rednerfigur. Und Herr von Rompuy, Präsident der EU, piepst mit seinem Jesuitenstimmchen immer so dermaßen unrhetorisch, dass man sich wirklich fragt, ob man für solche Pöstchen nicht bessere finden könnte. Nun, die Mächte im Hintergrund wollen aber keine selbstständigen, freidenkenden Menschen an diesen PR-Postern, sondern willfährige, grundsätzlich schwache Leute, die sie in der Hand haben, die genau das tun, was ihnen gesagt wird, die erpressbar sind, die Schwächen haben, wovon nur hier und da mal was an die Oberfläche gelangt. Und Zbigniew Brzezinski, ich habe da ein bisschen Mühe, das auszusprechen, also mit dem Vornamen, Think Tank Protagonist, Trilateral Kommissionsmitglied, ehemaliger Sicherheitsbeauftragter, also kannst du anders nennen, Rothschild-Assistent, mehrere US-amerikanische Präsidenten gewesen,
sogar beim Obama noch, ehemaliger CIA-Chef, ich weiß gar nicht, wie alt der schon ist, ne? Ist der schon 80? Okay, also ehemaliger CIA-Chef, Gründer von Al-Qaida, oder wir nennen es ja auch der Einfachheit halber Al-CIA-da, Chef von Osama Bin Laden, der bekanntlich inzwischen schon mehrmals getötet wurde. Und der sagte es jetzt zum wiederholten Mal, dass er befürchtet, dass die Einführung der neuen Weltordnung gefährdet ist. Na, der hatte dann hier so einen Vortrag in Polen, gerade eben. Ich habe den Link da übrigens drin, in dem Beitrag hier. Denn, so meint er, weltweit entsteht ein aufgewachter, politisch bewusster, miteinander vernetzter Volkswiderstand gegen diese tyrannische Weltdiktatur, die sehr wohl diese von den Eliten gewünschte eine Weltregierungseinführung entgleisen lassen könnte. Na, wollen wir es hoffen. Ja? Wir tun alles dazu, dabei mitzuhelfen. Ja? Das war so ein bisschen mein Vorwort zur heutigen Sendung. In meinem Blog myweakness.wordpress.com gerne nachzulesen. Ja, okay. Ey Leute, wenn ihr euch das vorstellt, ne, was die da alles da so wieder von sich geben. Okay. Ja, und da ich halt zur letzten Sendung hatte ja so einige Gäste, ne? Wen hatten wir hier? Die Dr. Gabi Reda und Ole war hier bei mir in der Sendung. Und natürlich den Ralf Böß, der war auch bei mir, hat berichtet, was los ist. Ne? Und da habe ich noch den Mars Rover hier durch meinen Sandkasten fahren sehen. Ne? Oh Mann, okay. Ja, und da dachte ich, jetzt müssen wir mal so ein paar Sachen aufarbeiten, die so liegen geblieben sind, bevor ich mich wieder in eine ganz neue Geschichte hineinbaggere, so wie der Rover. Das ist wirklich, ihr müsst euch das anschauen. Okay, man versteht vielleicht nicht alles, was der da auf Englisch erzählt, aber allein so, wie diese Abbildungen sind, ne? Oh, jetzt fahren sie ja hier bei mir vorbei. Oh, nee, ist die Feuerwehr, okay. Ich dachte schon, die kommen schon wieder. Ja, da haben die also so ein, ne, wie so ein Schaufelbagger, kommt das aus diesem Rover raus und dann gräbt er sich unten in die Sanddüne, die verdächtig ähnlich ausschaut wie die in Nevada. Okay, und dann holt er, also nee, der nimmt nicht gleich den ersten Schaufel rein zum Testen, ne, in so ein Testapparat. Nein, der wiederholt diese ganze Sache und schüttet dann erstmal den Sand oder was immer es ist, was da auf dem Mars ist, ne? Dann wieder aus. Also sagen wir so, 3-4 Mal schaufelt er was raus und kippt es jeweils wieder weg, damit die Schaufel sich von alleine reinigt. Das erzählt er alles. Die Ärzte, die Leute, die glauben das auch noch alleine. Und so, okay. Und dann beim 5. Mal oder so, dann erst nimmt die Schaufel das auf, tut das rumdrehen und dann so biebt es dann so ein. Ja, und dann geht das in so ein Sieb mit so einem Trichter. Okay, also wahrscheinlich haben es eher die Jungs gemacht, ne, so früher im Sandkasten. Der kann sich das jetzt prima vorstellen, wie das bei dem Mars Rover läuft, ne? Und das schon seit, ich weiß nicht, wie 4 Jahren, ne? Und zwar ohne, dass irgendwas je dran passiert ist, dass ich mal ein Sandkorn im Getriebe irgendwo eingenistet hätte. Und das zum Stoppen gebracht. Und die Temperaturunterschiede, das macht dem Rover doch nichts aus. Der kriegt immer seinen Schluck Wodka morgens. Da ist das kein Problem mit der Kälte. Ja, das schmiert auch ordentlich durch. Okay. Hier schreibt er noch, Detlef ist gut drauf heute. Ja, also seit dem Wochenende, wirklich. Also, nicht schlecht. Okay. Und dann, ja. Also, ja, ich hätte ja noch ganz viele andere Punkte nehmen können, aber ich habe gedacht, ich nehme mal die Chemtrails, weil die kann ich am nächsten beweisen dazu, dass die direkt aus Nevada stammen. Ne? Oder umgekehrt, ne, die eben auf Mars sind, ja, vielleicht aus Nevada gekommen, ne, rübergeflogen,
oder sie wurden mitgebracht gleich mit dem Mars Rover. Okay, also hey Leute, was die sich verarschen lassen. Ihr schreibt dann Milliarden in den Mars gesetzt. Nee, ich bin jetzt mal ganz keck. Ich bin ganz keck und lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht rausstürze. Nämlich, ich sage, es gibt wirklich den Mars Rover. Den gibt es. Den gibt es vielleicht also nicht nur als Modell, so wie sie es uns da gezeigt haben in den Filmen, sondern den gibt es wahrscheinlich auch tatsächlich in irgendeiner Modellform. Ne? Das Ding fährt auch wahrscheinlich irgendwie rum mit so einer Fernsteuerung. Ne? Da sitzt einer dahinter, vielleicht sogar remote, ne? Und so weiter. Naja, nee, die haben auch dafür Geld ausgegeben. Mit Sicherheit. Das waren bestimmt ein paar hunderttausend, vielleicht sogar ein paar Millionen für die Kulisse, den Film, ans Personalkosten und so. Aber von dem angenommenen Budget von, sagen wir mal, ich will ja großzügig sagen, 50 Milliarden für das Projekt, ach, das waren wahrscheinlich, sagen wir, letzte Gleichheit rechnen, wenn wir 100 Milliarden nehmen. So, und jetzt ziehen wir von den 100 Milliarden Budget für dieses Projekt, sagen wir großzügig, 10 Millionen ab für diesen ganzen Aufwand, den sie da gemacht haben in Nevada und in den Studios und so weiter. Was bleibt denn da eigentlich noch übrig? Ich glaube, wenn ich es richtig gerechnet habe, 9.990 Millionen, kann das sein? Naja, ist ja wurscht. Also ihr könnt es nachrechnen. Manchmal Kopfschmerzen beim Rechnen, ne? Vor allem mitten in der Sendung, ne? Drei Bildschirme, ne? Weiß nicht, was gerade passiert. Okay, also ja. Und der Rest eben, der ist irgendwo anders hingewandert. Ja, wo kann der denn hingewandert sein? Gut, das wissen wir alles natürlich nicht. Das wäre Spekulation. Aber so könnte ich mir das Szenario wohl auch durchaus vorstellen. Und jetzt werden die Wissenschaftler hier oder die Wissenschaftsgläubigen und diejenigen und so, wenn die Aufschrei machen, wie kannst du sowas sagen? Doch nicht seriös. Okay, das war das Risiko. Ne? Das ist das Risiko. Ein Wodka-Rover. Genau, ein Wodka-Rover mit Remote Viewing und Geister-Mama-Fahne futtert ein Mars. Schreibt hier jemand. Cool, ja, sehr gut. Also, ja. Und deswegen, wir sind schon noch beim Thema. Also, ich weiß, hier schreibt wieder einer, ey, komm zurück zum Thema, ey. Aber wir haben ja mit Clowns zu tun. Und diese Clowns sitzen übrigens überall in jeder Etage, die irgendwas zu melden hat, in dieser Matrix. Ja, okay. Hier schreibt einer, hallo Detlef, die meisten haben nicht verstanden, was du in deinem Video rüberbringen wolltest. Ja, es ist, manche Dinge sind ein bisschen schwierig und kompliziert. Ne? Muss man erst drüber nachdenken. Ich habe auch nur ein kleines Bällchen mal so zum Rollen gebracht. Nur kommt schon noch einiges. Von anderen. Ne? Ich kann nicht alles machen, will auch nicht alles machen. Es sollen noch andere sich die Lorbeeren verdienen, oder? Okay. Ja, und wenn man dann also so mal so da so durchliest, was da alles so passiert, ne, ist das einfach unglaublich. Ne? Wo wollen wir anfangen? Es ist immer schwierig, wo soll ich anfangen? Ich habe schon heute so viel News publiziert und ich mache ja immer auch nur so einen Querschnitt. Ne? Also ich kann ja gar nicht jede Neuigkeit da bei mir auch noch verlinken auf meiner Seite awakenings.net/news, wo ich dann mal so meine Dinge da poste und verlinke, die mir auffallen, die ich für interessant halte. Jedenfalls liest du überall das, was zum Beispiel der Bosinski zu Recht. Übrigens, der ist ja nicht blöd. Der ist ja kasachischen Ursprungs, ja, und gehört also zum Club. Der weiß genau Bescheid. Und der hat schon häufig, der hat schon in 2008 so einen Satz von sich gegeben, irgendwo. Und das stimmt. Es gibt ein globales Erwachen, ein politisches Interesse, was nie da gewesen ist und durch die moderne Technologie natürlich auch ganz einfach möglich ist. Nicht allein durch das Internet ist uns alles möglich, deshalb wollen sie das ja gerne abschaffen. Aber aus irgendeinem Grund können sie das nicht. Ich weiß auch noch nicht genau den Grund, weil theoretisch, ja, wenn wir mal drüber nachdenken, könnten sie das Internet ja jederzeit abschalten. Ne?
Ich sage jetzt nicht, dass die Internetstörung von gestern, Montag, 26.11. auf dem Gebiet der BRD damit auch nur irgendetwas zu tun haben könnte. Sondern, also wer gestern, ne, nur so mal nebenbei, wer gestern also hier auf dem Terrain der BRD und oder solche Dienste, die dort gehostet werden, benutzen wollte, der hatte Schwierigkeiten. Bei mir kamen die Mails zurück. Unzustellbar. Hab ich schon gedacht, was ist mit dem BRD los? Naja, okay, also ja, die könnten es schon, ne? Die UN versucht's, ne? Also Rockefeller ist dort der Aufpasser, Abteilungsleiter, der also zusieht, hier, Mensch, die reden uns unsere neue Weltordnung um Kopf und Kragen, also wir können das nicht durchsetzen. Und hier, Brzezinski hat's gesagt, es ist in der Gefahr zu entgleisen, wenn die Leutchen sich hier wehren. Und es gibt ja mal mehr, die wollen oder besinnen sich auf ihre Nationalität, auf ihren Ursprung, auf ihre Herkunft und auf ihre Rechte. Oh Gott, wie kommt das? Ne, so ungefähr hat er da gesprochen. Und das ist so. Ne? Wir können das ja also auch sehen hier. Nehmen wir mal Brüssel. Ne? Das sind jetzt mal so gerade eben, ne? War auch, glaube ich, jetzt gerade, ne, war das gestern, vorgestern? Ich glaube Sonntag. 2500 Bauern mit 1000 Traktoren sind nach Brüssel gefahren, direkt vor die Regierungssitz und haben die Leute, die Polizei, die da versuchte, die da auch mit Gummiknüppeln und Schutzschilden, also wir wissen ja, wie die aussehen, Dark Raider, ne, wie er leibt und lebt, ne, noch schlimmer. Die waren die gut vorbereitet. Die hatten nämlich ihre eigenen Werfer mitgebracht und diesmal nicht Wasserwerfer, sondern Milchwerfer. Das heißt, die hatten Tankwagen dabei mit Hochdruckpumpen und Schläuchen und haben die dann mit ihrer Milch da abgespritzt, die Polizisten. Herrlich, müsst ihr euch anschauen. Ich habe das Video bei mir auf der Seite wakeness.net News verlinkt. Ne? Okay, und die protestieren also dagegen, dass man ihnen die Milchpreise kaputt macht, weil die eben ja durch diese Discounter, die globalen Handelsketten, die also alles andere vernichtet haben, ne, das sind so die Handelsheuschrecken sozusagen, jeden Tante-Emma-Laden, jede Eigenversorgung im Prinzip vernichtet haben und wollen. Ne, weil dadurch, dass sie die Bauern klar hier fertig machen mit den Milchpreisen, wovon sie abhängig sind, sie haben sich auch darauf konzentriert, ne, Milch zu produzieren, weil es eben auch subventioniert wurde. Ne, einfach billiges Geld, ne, am Anfang. Und jetzt machen sie fertig. So, und dann haben die keine Chance mehr. Ne, da können die nicht mehr überleben. Meist sind ja auch auf Schulden aufgebaut. Das heißt, das ist richtig die Zange, ne, die Rothschild-Zange greift dann zu. Okay. Also wir müssen nur solche Leute und Initiativen immer unterstützen, ist gar keine Frage, oder? Ja, also das ist sowas zum Beispiel. Oder, jetzt fangen wir sogar an, hier also auch Einzelinitiativen, Leute, die also klagen gegen zum Beispiel Polizeigewalt und Brutalität, das fruchtet auch, ne? Die Leute haben nämlich auch irgendwie jetzt mal die Nase voll und denken, hey, so geht's nicht immer weiter. Und ihr wisst ja, in den USA gibt's ja die enormen Repressalien, ne, die übrigens auch weltweit jetzt ja überall zu feststellen sind, wo dann Polizisten einfach auf die Leute drauf dremmeln und draufhauen und du darfst das nicht mehr filmen und jenes nicht mehr. Und da haben sie jetzt, sind sie bis vor den höchsten Gerichtshof gegangen, und das höchste Gericht bestätigt das Recht, zu Polizisten zu filmen. Sogar im Verbrecherstaat Illinois. Ja, Illinois. Oh, was habe ich jetzt gesagt? Entschuldigung, sofort streichen wieder. Ne? Sonst kommen die noch aus Illinois hier angeflogen mit SWAT-Team und nehmen mich hier hoch. Ja, okay. Und es fällt auch auf, so ein paar Leutchen schreiben auch mal darüber. Ne? Ja, also ihr kennt ja das mit dem Thanksgiving-Tag. Der war ja gerade in den USA. Das ist so eine Art Erntedankfest. Und das, was da vor allen Dingen gern gemacht wird, sind Truthähne essen. Ne? Ja, okay. Es gab früher da sogar mal wilde Truthähne, ne? Aber wurden ja dann gezüchtet und so und es ist nur noch so. Okay, das ist ein anderes Thema. Jetzt sollen diese mit Biochips ausgerüstet werden, damit man genau weiß, in welchem Magen sie landen.
Okay, und solche Sachen. Ne? Also das wird jetzt dann auch wirklich mal, ne, dann, ja, berichtet. Okay, und dann hier, das werdet ihr auch mitgekriegt haben, in Spanien, ja, die lassen sich das auch alles nicht mehr gefallen. Die katalonischen, ne, Katalonien, wissen wir, ist immer schon ein Separatistengebiet gewesen, da so bei Barcelona, da in der Ecke, ne? Die Katalonen, die haben sich noch nie so richtig als Spanier wohlgefühlt. Die haben also eine sogenannte Separatistenpartei und die haben mit großer Mehrheit dort in der Region gewonnen, sodass es wahrscheinlich wird, dass Katalonien sich abspalten wird von Spanien. Das heißt, man kann eigentlich überall eine, ja, Rückbesinnung auf die eigene Herkunft sehen, weg von dem Großen, weg von der globalen Verwaltung, ja, Misswirtschaft, ne? Ist ja nicht eine Misswirtschaft und so weiter. Also, ja, das kann man sehen. Und sogar in der BRD regt sich so ein bisschen was, hier mal ein Stimmchen, da ein Stimmchen, sogar Herr Professor Schachtschneider wird deutlicher, ne? Das schon, also vorher, so letzten Jahre war das eigentlich, war kritisch und hat sich zu Sachen geäußert und war aktiv und hat versucht, im System das System zu ändern. Aber jetzt ist mir auch klar, das geht nicht. Zeit zum Widerstand. Ne? Und da kriegte ich hier gerade auch noch eine Information hier vom Aufgewachten. Losse hat er auf seinem Blog veröffentlicht. Das will ich kurz vorlesen. Ne? Habe ich es auch verlinkt auf meinem Blog mywordings.com. Professor Karl Albrecht Schachtschneider, der Europäische Gerichtshof, das ist gar kein Gericht. Und die Urquelle ist bei COP Online und hier schreibt er dann aber, laut COP Online hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, heute am Dienstag, also heute aktuell, die Klage eines irischen Abgeordneten gegen den neuen Rettungsschirm ESM abgewiesen und somit bestätigt, dass der ESM mit EU-Recht vereinbar wäre. Dazu Zitate vom Professor Karl Albrecht Schachtschneider über den Europäischen Gerichtshof. Ja, der hat es da herausgeschnippelt und draufgeschrieben hier als Ton von einem Tondokument, dass er da unten im Übrigen auch nochmal verlinkt hat. Da steht dann, der Europäische Gerichtshof, so sagt der Schachtschneider, die mächtigste Instanz in unserem Leben, das ist gar kein Gericht. Und dann sagt er auch noch, also dieses großartige Wort Gericht kann ich dem Europäischen Gerichtshof nicht zuwenden. Er heißt so, er wird so genannt, genau wie das Europäische Parlament, Parlament genannt wird, ohne eins zu sein. Und dann sagt er noch, diese Integrationsinstanz Europäischer Gerichtshof genannt, hat noch nicht ein einziges Mal einen Rechtssatz der Europäischen Union und es gibt in etwa 130.000 für grundsatzwidrig erklärt. Aber, und so sagt er auch noch, dieser Gerichtshof, er ist doch strukturell dazu gar nicht in der Lage. Das sind ja viel zu viel heterogene Interessen, ja, heterogen für die, die es nicht wissen, ja, auseinandergezogen, vielfältig. Ja. Jeder Mitgliedstaat hat einen Richter, auf Malta hat einen Richter, der hat für Deutschland genauso viel zu sagen wie der deutsche Richter. Ja. Und dann, also aus den kleinsten Einheiten kommen da Richter, die die Rechtsordnung in Deutschland, Österreich überhaupt nicht kennen. Wie sollen sie die kennen können? Dann sagt er noch, man kann vielleicht mühsam seine eigene Rechtsordnung kennenlernen, aber die eines anderen Landes verstehen, kennen und verstehen, völlig unmöglich, sagt er. Da sagt er noch, aber da sitzen dann, es sitzen nicht immer alle 27 Richter, das ist nur in ganz bestimmten Fällen, es sitzen dann etwa 6 Richter, 9 Richter, auch 3 Richter, es sitzen da etwa 9 Richter, sagen wir mal, bei nicht ganz unwichtigen Sachen und 8 kennen die Rechtsordnung des betreffenden Landes überhaupt gar nicht. Wie sollen die da recht sprechen? Ja, sagt er. Und dann sagt er zum Beispiel auch noch, hier, da braucht man viel Sensibilität für die rechtlichen Zusammenhänge und eine enorme juridische Erfahrung. Aber das, die können sie nicht haben, abgesehen davon, dass sicherlich nicht die kritischsten Juristen da ausgewählt werden. Ja. Und so weiter.
Ich will das nicht alles vorlesen. Summa summarum, das ist ein Clownverein. Ich meine, die Leutchen meinen sich ja alle gut und man darf den einzelnen Personen da nichts Schlimmes unterstellen, aber die sind natürlich gar nicht in der Lage, das irgendwie auch nur annähernd zu bewältigen, was sie da an Auftrag bekommen haben. Ne? Zumal ja auch die EU selbst ja gar kein richtiges Gebilde ist. Ne? Ist ja noch nicht mal ein Staat. Kann ja auch nicht. Ne? Wenn schon einer der hauptsächlichen Protagonisten dieser Organisation selbst nur allenfalls eine Nichtregierungsorganisation ist, und das ist die BRD. Ne? Leutchen, das weiß der Schachtschneider auch, aber ist noch ein bisschen vorsichtig. Das kommt halt schon noch. Ne? Das kommt halt schon noch. Okay. Ja, also ich dachte da, ja, das passt auch zum Thema. Ne? Welchen Clown wollen wir trauen? Ne? Eigentlich ist dieser Satz ja auch ein bisschen bösartig. Hä? Meint er nicht? Oh, oh. Also, da hat mir doch auch irgendeiner was hier bei mir hier in irgend so ein Video reingepostet. Das muss ich mir gerade mal aussuchen. Das war ja vielleicht ein Satz hier, du. Muss ich nochmal eben gucken, wo das war. Das fand ich nämlich auch noch ganz interessant. Das werde ich vorlesen, ne? Die sind, tja, ja, also, gucken wir mal, hat er das doch woanders hingetan? Habe ich ja nicht gelöscht, oder? Also, übrigens, ne, wer sich da mal wundert, dass ich mal einen lösche, das mache ich ja nicht. Nur in dem Fall, wo es absichtlich irgendwie eine Misskreditierung meiner Person oder anderer ist, gell? Keine Frage, ah ja, hier steht was. Und das passt irgendwie so auch zum heutigen Thema. Da hat jemand hier gepostet bei mir im Video, ne, Mars-Roboter, Chemtrails auf dem Mars heißt das übrigens. Es ist unmöglich, witzig zu sein, ohne ein bisschen Bosheit. Die Bosheit eines guten Witzes ist der Widerhaken, der ihn haften lässt. Und da hat er sich jetzt einen Applaus verdient, oder? Ne? Machen wir gerade mal. Ja, das musste schon mal sein, ne? Ja, hat er gut gesagt. So sehe ich dann, ja, ein bisschen Bosheit kann nicht schaden. Ne? So in Sachen. Ja, und das ist eben, wenn man also weiß, komm, fangen wir es mal anders an. Wenn man genau weiß, dass man in einer Matrix lebt, die extra nur dafür gestaltet wurde, um einen gedanklich gefangen zu halten und auch sonst, ne, dann kann man ja alles das, was die Matrix ausmacht, was also Bestandteil der Matrix ist, ob es die politischen Institutionen sind oder die Medien, also die offiziellen, oder die Ausbildung, Städten, ne? Bis auf vielleicht kleine Ausnahmen, sowie natürlich die Wissenschaft. Ja, auch da bestätigen die Ausnahmen immer die Regel. Müsste man ja eigentlich sehen als Eckpfeiler dieser Matrix. Denn diese Matrix kann ja nur existieren, wenn ein Gedankenbild aufrechterhalten wird, das ist bei Menschen so notwendig, bei Tieren, Hunde zum Beispiel, die kannst du ganz fantastisch durch kleine Leckerlis, ne, beeinflussen. Ne? Das mit dem Menschen nicht ganz so einfach. Also es muss schon ein Gedankenbild da sein. Und dieses Gedankenbild muss ja Eckpfeiler haben. Und diese Eckpfeiler sind natürlich ganz klar die Dinge wie Wissenschaft. Ja, also was darf ich glauben, was soll ich glauben, wie die Welt beschaffen ist, wie sie funktioniert und die Größe der Machthaber eindrücklich zementieren, wie zum Beispiel, wir sind in der Lage, auf den Mond und den Mars zu fliegen wie nix und schaufeln und baggern da herum und machen unsere Experimente mit Laserstrahl und da können uns ein paar tausend Kilometer schnelle Sandstürme zudecken, wir arbeiten immer noch. Ja?
kommt dann so ein bisschen vor wie die Propaganda, die, ja gut, okay, ihr wisst schon. Ja, und so weiter. Und natürlich ist die Ausbildung ganz wichtig, weil man muss ja schon ganz früh diese Menschen packen. Ja? Wenn du das versäumst oder wenn du da ein paar dabei hast, die partout nichts reingeklopft bekommen können, ja, dann fällt deine Matrix zusammen, weil du kannst sie gar nicht mehr führen und lenken und leiten. Wenn du sie nicht gleich in der Prägungsphase, das wissen wir ja, ja, bis 5, 6, so, wenn du sie da nicht gleich schon kriegst. Und deshalb sind auch natürlich das ganze Geisteswissenschaftliche, das ganze religiöse Gebilde natürlich unterschiedlich in den verschiedenen Regionen, in den Farmen, die es hier auf der Erde gibt, gestaltet, wenn das nicht rein geträmmelt wird, wie in einem, ja, Wissenstrichter, ne? Oder natürlich die scheinende Regierung mit den anzubetenden Protagonisten, dass sich die Leute vor einem wie dem Obama in den Staub schmeißen und sagen, du bist einfach der Tollste und der Beste und der Größte. Ich weiß nicht, wie viel das in der BRD schon gemacht werde, gemacht wurde. Weiß ich jetzt nicht, ob es da die Personen gibt, da, wo das passiert ist. Jedenfalls, andere versuchen es auch. Diktaturen schaffen das. Ne? Also Saddam Hussein, ne, im Irak, der war da ganz gut. Also der, oder andere, ne? Oder China, ne? Mao Zedong, der hat sich auch so als Gott feiern lassen. Ne? Oder es gibt auch noch viele andere Beispiele. Oder Kuba. Ne? Also nicht Guantanamo, das ist nur die Folterecke der Amerikaner, sondern der Rest, restliche Folterregion. Okay, wir, ja, wollten nicht abschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Und das bedeutet, wenn das so ist, und ich will jetzt nicht weiter erzählen, wie die anderen Eckpfeiler aussehen, wir wollten hier keine Vorlesung halten, aber wenn man jetzt sagt, die Wissenschaft ist auch ein wesentlicher Faktor eben des Aufrechterhaltens einer solchen Matrix, dann kann man durchaus den gedanklichen Zug machen, ja, und überlegen, ja, was ist, also wenn man das erkannt hat, ne, dass man in der Matrix lebt und wenn man versuchen will, also darüber hinaus Dinge zu erfahren, die wir vielleicht gar nicht kennen oder noch nicht kennen oder wo uns die Wahrheit vorenthalten wird, könnte man doch dann davon ausgehen, dass auch die Wissenschaft möglicherweise eine Funktion auch hat, uns in der Matrix gefangen zu halten. Und unter diesem Aspekt habe ich mir eben auch diesen Film, diesen Mars-Roboter-Film der NASA angeschaut und habe mir gedacht, hier soll uns ein Apfel verkauft werden. Ne? Oder wir sollen veräppelt werden, ne? Kann man auch sagen. Ne? Okay, und da glaube ich, haben wir was gefunden. Und wenn wir das aufdecken, und ich kriege da auch so Kommentare wie, ach, ich schaue mir immer hier die Stereo Ahead und Stereo Behind, die Sonnenaufnahmen und so allein. Ja, das tue ich auch. Aber inzwischen frage ich mich, was das eigentlich für Informationen sind, die wir kriegen. Es kommen da manchmal so merkwürdige Geschichtchen, dass uns da irgendwas durch die Kamera fliegt, wo wir dann gedacht haben, das ist nur diesen Raumschiff. Was ist? Das ist eine ketzerische Frage, die ich mir selber stelle. Ja. Was ist, wenn auch das vielleicht alles gar nicht stimmt? Tja. Also gut, ich werde diese Frage nicht beantworten. Ich wollte sie nur stellen. Und ja. Einfach, dass wir mal vielleicht etwas nachdenken können darüber. Ja, das ist unbequem, nicht? Also das, was wir in der Hand halten, gibt uns Sicherheit. Nicht? Das, was wir lesen, das, was wir sehen, ne, das gibt uns irgendwie Orientierung. Dadurch können wir uns ja besser bewegen, so meinen wir. Und wenn dann jemand uns das alles aus den Händen wegnimmt und alles streicht, ne? Und mit einmal stehen wir da, nackt, und so wie uns der Schöpfer geschaffen hat, woran wollen wir uns denn dann bitte orientieren?
Ja, und da ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen unsere Aufgabe, die wir alle lösen müssen und jeder für sich selbst, aber auch gemeinsam, mal darüber nachzudenken, was ist unsere Aufgabe in diesem Leben? Einige werden sagen, wir müssen hier einfach, das muss so sein, wie es ist, und es war immer schon so, und da müssen wir weitermachen. Ne? Jetzt, ne? Dritter Weltkrieg, ne? Da kommt der vierte, ne? Und ja, und so weiter. Und dann wird es andere geben, die sagen, ja hoppla, was ist das überhaupt? Materie gibt's doch gar nicht. Das ist doch nur Illusion. Weil alles ist ja Frequenz. Wie kann also etwas, was aus Frequenz besteht, Materie sein? Das passt nicht. Das passt nicht zusammen. Schau dir doch ein Atom an. Ich habe es also auch noch nicht. Also so, es ist ja relativ klein. Ne? Man sieht es ja auch nur so in Abbildungen, wissenschaftlichen Abbildungen. Wissen wir auch nicht, ob das stimmt. Aber sagen wir mal, das stimmt. Da ist ja auch nichts drin in dem Atom. Ne? Da ist so ein ganz kleines Dingelchen drin. Es kreist so, je nachdem, was für ein Atom es ist, ja, dann so umnannt. Ne? Wenn jetzt die Österreicher sagen, oder die Bayern, Freistaat Bayern übrigens, aber das, nee, das machen wir heute nicht, das kommt ein andermal. Freistaat Bayern, eine ganz klasse Sache da, noch in Vorbereitung. Aber okay. Ja, und so weiter. Ne? Also unabhängig mal davon, ich bin ja jetzt auch kein Wissenschaftler der Matrix, ne? Aber auch der Nicht-Matrix bin ich auch kein Wissenschaftler, also ich spekuliere jetzt, Gedankenspiele mache ich. Das heißt ja, es gibt dann Leute, die sagen, ja Moment, wenn das alles nicht existiert, ja was ist denn dann eigentlich wirklich? Das geht von einem Extrem zum anderen. Es gibt bestimmt noch alle möglichen Schattierungsvarianten dazwischen. Da muss ich sagen, das eröffnet dann möglicherweise das, was wir in 2012 ja anfangen, ja, sollten wir längst mal langsam zu lernen, ne? Dass es eben andere Dinge gibt. Und da hilft uns natürlich die Konstellation, da hilft uns das, was der Brzezinski seinen materiellen Kameraden da so verraten hat, ne? Dass jetzt hier die Leutchen alle aufwachen, merken, was da für ein Schmuh gespielt wird und aus ist das Spiel, ne? Das könnte gut sein. Und das übrigens wirklich, also alles zerbröselt und zerfällt, weil es gibt nichts Materielles. Das ist zumindest so meine Sichtweise. Ich weiß nicht, jeder sieht, denn wir haben ja auch schon erkannt, und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Auch die, die materiell denken, jetzt sagen wir mal, die zuhören, das sind wahrscheinlich sehr wenige, wenn überhaupt. Aber angenommen, es wären welche dabei, so Material Girls, ne, so wie die Dingsbumster, das da gesungen hat. Die glauben, dass Geld etwas Wichtiges sei. Ja? Wenn sie aber dann anfangen, über das Geld mehr Informationen zu bekommen, also wenn sie zum Beispiel einen Geldschein in der Hand halten, denken sie, das ist materiell. Ja? Dann fängt aber die Analyse an. Ne? Erstmal ist es ein ganz schmutziges Ding. Also wenn es nicht gerade aus der frischen Notenpresse herausgerutscht ist, weil da sind so viel, ne, Krankheits- oder sonstige Erreger drauf, ne? Wer weiß, was derjenige gemacht hat mit dem Schein vorher. Okay, das ist noch eine andere Geschichte. Aber okay, also man schaut sich das an und ja, und dann schaut man sich einen Dollar an, ne? Also den haben wir jetzt hier nicht so häufig, aber du kannst dir hier den Euro anschauen, ne? Und da weißt du genau, oder das ist ja nicht mal eine echte Banknote, das ist ja nur so ein, ja, und so weiter. Auch darüber haben wir schon gesprochen. So, dann geht's weiter, ne, das Metall von den Münzchen, ne, ist ja immerhin noch ein bisschen was in der Hand, aber auch das besteht nur aus Atomen, ne, und hat meistens auch gar keinen materiellen Wert noch, ne, also, und so, gell? Also, ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen wir überhaupt zu den Dingen, eben dann zu erkennen, ja Moment, aber dieses Geld, was für mich so wichtig ist, das Bargeld, was ich in der Tasche mit mir herumtrage, in meinem Portemonnaie oder bei den Damen in den Handtaschen, ne, viele Hunderter Noten oder was weiß ich, was es gibt, ja, das macht allenfalls ja nur, ja, es wird immer weniger, ne, glaube ich, nur noch 1 bis 1,5% der gesamten Geldmenge aus. Weltweit.
Und dazu gehören auch diese vielen Banknötchen, die es in Pakistan und Indien gibt. Und so. Rupienscheine. Okay. Ja, wieso? Das verstehe ich nicht. Ja, nee, das Geld, das ist, was wirklich interessant ist, wo das wirklich viel vorhanden ist, das ist eigentlich nur im Computer. Deswegen sind die Computer so wichtig. Deswegen ist es gut, wenn man einen hat. Oder ein Kärtchen, wo man dann in solche Computermaschinchen und so reinkommt. Denn wo bitteschön, kommt denn sonst überhaupt das Geld her? Wenn sagen, Leutchen, komm, weiß doch jeder, außer Bankomaten, lass du bloß hingehen, holst es ab. Okay. Und so. Ja, also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Also wenn man dann einsteigt, sogar in das vermeintlich Materielle, ja, ich rede jetzt nicht von diesen ganzen Scheinchen, ne? Scheinchen meine ich jetzt hier so, Schuldverschreibungen, Aktien, was weiß ich, all diese Versprechungspapierchen, Schuldpapierchen, wie sie alle heißen. Da verspricht einer, du hast Gold gekauft, hast aber nur ein Stück Papier in der Hand, haben sie dich wieder reingelegt. Und so, ne? Das meine ich. Dass man dann eigentlich sieht, das ist doch aber auch alles nur Illusion. Ne, wir haben das mit dem Strom schon heute hier gebracht. Ich denke, die meiste für den normal, also Menschen, so wie wir, ist es ja nur wichtig, was man eben schnell auf dem Bankkonto hat, also die schnelle Verfügbarkeit, die Flüssigkeit, ne? Die sich aber auch natürlich nur daran misst, in der Regel, wie viel man in bar erhalten kann, ne? Das ist dann allenfalls eben 1-1,5% der gesamten Geldmenge. Und dann natürlich auch, was man so von einem Computer zum anderen schieben kann, ne? Via Datentransfer, ne? Von Zahlen, ne? Plus, Minus. Ja, und das ist natürlich auch interessant, dass das ganz viele auch noch nicht so gecheckt haben, dass wenn mal der Strom weg ist, dass dann das Geldsystem nicht mehr funktioniert. Ne? Wenn das nur ein paar Stunden ist, okay, kann man mal warten. Aber wenn das ein bisschen länger dauert, da wird es dann schon schwierig. Wie willst du das dann regeln? Ne? Oder? Naja, also das dachte ich, erwähne ich nochmal, weil das auch wichtig ist, dass man das nochmal versteht, warum wir es hier mit einer Matrix zu tun haben und dass man davon ausgehen muss, dass alles, was die Matrix ausmacht, das heißt das gesamte gedankliche Konstrukt, das gesellschaftliche Leben sogar, ob du jetzt zum Beispiel in irgendeinem deiner gelben Blätter lesen kannst, dass hier irgendwie, was weiß ich, Frau Hinz und Kunz neuen Hut aufhat, ne? Oder mit dem Liebhaber von einer anderen irgendwas und so, ne? Diese Geschichtchen. Ja. Dass das dazugehört, dass man uns auch eine Gefühlswelt vermittelt, eine Gedankenwelt, ein Empfinden, das uns irgendwie sicher macht. Denn wer hat nicht schon mal so Gedanken gehabt und so? Und wenn das dann auch wirklich da so aus der Flimmerkiste kommt oder im Bild gezeigt wird, hier sogar in der gelben Presse, dann, ja, dann wird es schon so sein. Ne? Könnte ich ja eigentlich auch so machen. Und so. Ne? Was meint ihr, warum die jungen Leute alle mit so Hose runter, rumlaufen oder mal eine Weile lang, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber wo so die Hose auf halb acht hängt, ne, so unterhalb, also bei den Jungs zumindest mal, wo die dann so unterhalb der beiden hinteren Wölbungen dann schon so ist, so dass man also schon sieht, ob das ein Nadelstreif unter Höschen ist oder was. Die dann aber auch das nachmachen, weil sie irgendwo gesehen haben, von irgendwem, Protagonisten, Hip-Hopper zum Beispiel, ne, glaube ich, daher kommt das, die dann da auch so auftreten und das als cool und schick und so, ohne zu wissen, dass das eine gewisse Symbolkraft hat, die eigentlich aus dem Gefängnis kommt, US-Gefängnis. Ja, ich weiß, jetzt mache ich jetzt kriege ich schon wieder dann aus der Ecke Hip-Hop und so, kriege ich dann wieder einen drüber
Ne? Aber ich sag's trotzdem, dass dann eine gewisse sexuelle Bereitschaft erklärte, weil diejenigen in dem Knast eben mit so einer Hose da schon halb runter rumliefen und damit signalisierten, sie sind bereit, ne? Sozusagen. Ja, mehr sage ich dazu auch nicht. Also, wenn die das wüssten, ob die dann auch noch so mit damit rumlaufen würden und sich somit outen, naja, also okay. Also das ist nur ein Beispiel, ne? Kleines Beispiel. Könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. Aber ja, hier in der Pause, die kommt jetzt nämlich gleich. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier bei mir in den Chaträumen gerne unterhalten, das ist kein Thema, bei Wakeness.net, Wakeness Radio. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken unter radio@wakeness.net. Und gleich in der nächsten Stunde gehe ich auf das eine und andere von euch hier schon mal ein. Ja, okay. Ja, also, ja, das mal so ein bisschen zur Einstimmung. Ne? Zweite Stunde wird's heiß. Noch heiße Informationen, was so abgeht. Auch im Übrigen hier auf unserem Planeten und sonst wo. Kommen wir auch nochmal zur Sprache. Und nicht nur der Mars-Rover. Ne? Aber der hat es mir wirklich angetan. Echt unglaublich, was da so abgeht. Ne? So, wir hören jetzt hier in der Pause, kleine Erholungspause, könnte mal über die und so nachdenken. Hören wir von Outer Space Slim Tanne RMX. Bin also gleich wieder da, ist der Telefon Wakeness Radio, wieder hochspannend, zweite Stunde, heute am 27.11.2012. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. We'll be right back.
Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und wie nett, hä? Von wakenews.net. Hier ist der Detlef von Wake News Radio. Wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 27. November 2012, ein besonderer Tag. Da haben wir schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Übrigens, da kommen noch einige davon im Dezember, wo eine besondere planetare Konstellation ist. Es werden der noch einige kommen, auch im Dezember. Und irgendwie ist schon wieder mal der Bär los. Ne? Habt ihr wahrscheinlich alle festgestellt. Ne? Der Bär in die Wohnzimmertür reinkommt. Nee, aber das meine ich jetzt ganz ehrlich. Es gibt einiges, was los ist. Wenn ihr die Erdbebenmonitore, die ich euch übrigens ja auch immer mal so hier bei den News oder bei Planet X auf der Seite, wo ich das immer aktualisiere, was so auf der Erde passiert und sonstige Dinge aus dem planetaren Umfeld hineinposte, da könnt ihr erkennen, es ist irgendwas im Busche, nämlich im Mittelmeerraum gibt es seit Tagen hunderte von Erdbeben, ja, vielleicht so nicht die stärksten, sondern so eher so zwischen 1 bis 4, ne, so ungefähr. Aber wirklich, in einem Stück an verschiedenen Orten, müsst ihr euch mal die Karte dazu anschauen, es ist einfach unglaublich, was da abgeht. Und da ist also irgendwas los. Also entweder harponieren sie uns da, ne? Aber dieses Harponieren mit Doppel-A, bitte. Ne? Oder sonst irgendwas ist im Busche, weil es ist so massiert. Ich meine, wenn das irgendwie rund um, sagen wir mal, den Feuergürtel ist, im Pazifik und so, wissen wir, da ist das normal. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, okay, das ganze Mittelmeer, ne, ist ein Fault Line, ne, eine Bruchzone sozusagen. Das kann natürlich auch sein. Also ich bin mir nicht sicher, was es ist. Und es gibt auch noch nicht wirklich irgendeine sinnvolle Erklärung, die ich bis jetzt gehört hätte, die mir erklärt, warum das da los ist. Ne? Allein schon heute wieder. Also nur sagen wir mal so in den letzten 2 Stunden, ne, waren das schon wieder 15, 20 Erdbeben im Mittelmeer. Letzte 2 Stunden. Und so ungefähr geht das da zur Sache. Und das alles zwischen 1, irgendwas bis hier 4 oder so. Ja. Zwischendurch ein paar 4er, größere 4er und 5er auch in Pazifikraum. Also, wir wissen, es kommt was auf uns zu. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Und ich habe da natürlich auch immer wieder ein Ohr offen dafür. Das wisst ihr. Ich diskutiere das auch deswegen, weil es mich ja erstens auch selbst interessiert, ne? Weil man macht sich schon so ein paar Gedanken, ne? Auch für einen selbst. Auch wenn das hier nicht so direkt vor der Tür im Moment ist, kann es aber sein, dass sie herkommen. Und da hatte ich eben vom Henning Kemner auch nochmal seine Gedanken gehört. Der hat er in 3 Teilen wiedergegeben. Bei dem haben sie auch schon häufiger seinen Kanal gekillt, ne, von YouTube. Und da kann er jetzt im Moment nur so 15 Minuten Videos hochladen. Und deshalb muss er das immer in so Teile aufteilen. Aber der Henning, der berichtet eben auch so seine Gedanken, die nicht immer unbedingt der Mainstream entsprechen, also den, sagen wir mal, den üblichen Gedanken der Menschen. Ne. Man hat das so ein bisschen analysiert und hat sich mal die Gebirge angeschaut. Die Gebirge, das heißt also, ja, Himalaya, ne, oder die Alpen oder was weiß ich, da in Arizona oder so, da gibt's ja auch, er wohnt ja da in Amerika, da gibt's ja eben auch so mit einmal mitten in der Landschaft stehende riesige Gesteinsbrocken. Ne. Da fragt man sich dann auch, wie sind die entstanden? Ne? Alles andere drumherum erodiert oder was? Okay, und ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, damit ihr einen Eindruck habe, was davon, was ich damit sagen will. Er ist ja auch immer jemand gewesen, den ich auch häufig zitierte mit anderen Kanälen, die er schon hatte, die inzwischen dicht sind. Auch viele dieser Videos ja gar nicht mehr verfügbar sind, weil die dann einfach auch mit gelöscht werden. Das ist natürlich dann ärgerlich. Ne? Hat man dann ständig diese Videoleichen auf der Webseite oder mit Links, die man da so hat, weil die dann alle abgeklemmt wurden.
Und er ist ja auch immer jemand, der durchaus einen solchen Polsprung oder eben massive Veränderungen auf der Erde für möglich hält, aus welchen Gründen auch immer. Er geht von der These aus, und das sagen viele andere auch, dass zurzeit eben verschiedene Dinge stattfinden. Die planetaren Körper weiten oder dehnen sich aus. Darunter auch die Erde. Die Erde wächst. Ja. Und dadurch ist es natürlich auch in Bewegung. Gut, er metamorphisiert es dahin, dass er sagt, um uns mehr Platz zu schaffen. Ne? Also daran sollte es nicht liegen, dass auf der Erde zu wenig Platz war. Wenn die Erde wächst, dann wird sie auch größer. Das ist mehr Platz für uns. Okay, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, er schaut sich diese Gesteinsschichten an, der verschiedenen Gebirge oder Berge, die entstanden sind. Nämlich gibt es ja welche, die so, ja, was weiß ich, in irgendeinem Grad, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das dann ist, so 30 Grad oder was, so nach oben schauen, aus der Erde rausschauen und dann nachher so am Ende abflachen. Das sieht man teilweise auch in den Alpen und so, dass das so ist. So, dann kann man auch noch diese ganzen Gesteinsschichten sehen. Und das ist ganz klar durch eine tektonische Plattenverschiebung wahrscheinlich entstanden. Das heißt, eine Platte schiebt sich über die andere und dadurch wird eine in die Höhe geschoben, sozusagen. Und dann bricht das ab oder so, oder auch durch Erosion kommen dann diese Kanten und so zustande. Das ist die eine Variante. Und das andere, was eben besonders auffällt, das sind, wenn die Dinge ganz spitz nach oben verlaufen. Das heißt, von unten nach oben die Schichten zu sehen sind, wie so eine Zacke, die nach oben geht. Ja? Das lässt sich durch Tektonik so nicht erklären. Und er erklärt eben eins, wir wissen ja, wenn man so die Erde vor sich sieht, die hat ja einen Äquator, aber der ist nicht so ganz gerade, weil die Erde ja schief ist, ne? Durch die Präzession hat er so eine leichte, wenn man sich das vor sich sieht, diese Kugel, leicht ist sie nach rechts rübergekippt. Ja? Das heißt, die Achse geht nicht von oben nach unten durch, sondern von rechts oben nach links unten sozusagen in einem ja, genauen Winkelgrad, weiß ich jetzt nicht. Wird ja auch keine Rolle, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. So, das heißt, wenn jetzt irgendetwas an der Erde sich verschiebt, ja, zum Beispiel indem der Körper Erde als Ganzes bewegt wird, durch zum Beispiel Einflüsse von außen, was immer es ist, dann entsteht eben ein Ruck. Und je nachdem, wie diese Erdverschiebung sein könnte, da gibt es ja alle möglichen Theorien dazu, wie das sein kann. Das kann auch ziemlich extrem werden. Aber allein, wenn man nur mal so einen kleinen Ruck annimmt, das heißt von dieser leicht seitlichen Lage, Schräglage hin, dass es sich einfach nur aufrecht stellt, sodass also wirklich die Erdachse von oben nach unten zeigen würde, als Beispiel, dann würde es vor allen Dingen am Äquator zu einer enormen Zerreißprobe kommen, ne? Weil dort natürlich der Hauptschwerpunkt der Kräfte sein würde, die sich auf diese Veränderung dieser Erdachsenstellung auswirken könnte. In dem Moment, wo das passiert, würden also vor allen Dingen an dem noch Äquator und an dem neu zu entstehenden Äquator, weil sich das ja natürlich alles verstellt und verwiegt und verändert, enorme Kräfte walten. Und er erklärt solche Erscheinungen wie beispielsweise so, ja, wie so ein Pfeil aus dem Boden schießendem Gestein oder sonstigen bergähnlichen Gebilden weltweit. Davon sind einige zu sehen, zum Beispiel in China, aber auch in den USA, Arizona, wie ich ja sagte, dass das in solchen Momenten passiert, wo es am Äquator zu solcher Gewalteinwirkung kommt. Das heißt, da schiebt sich nicht eine Platte über die andere, sondern es geht dann einfach von unten aus dem Boden raus. Schießt also raus, und je nachdem, wie schnell das geht, das weiß ja keiner, wir waren ja alle noch nicht dabei. Okay, und das hat es also schon irgendwie gegeben, und das fand ich recht eindrücklich, und ich werde das diese Videos von ihm auch nochmal da, ich habe das, glaube ich, bei Planet X
habe ich das zumindest das erste Video verlinkt. Die anderen muss man sich dann suchen. Teil 2 und Teil 3 ist auf Englisch. Aber sehr eindrücklich auch mit Bildern belegt, sodass man das nachvollziehen kann, was er damit sagen will. Und je nachdem, wie wild so ein Einwirken auf uns sein würde, das ist zu erwarten, dass es eben mit einem Mal zu gewaltigen Änderungen kommen könnte auf unserer Erde, die also unser Leben in jedem Fall ein bisschen verändern würde. Ne? Also diese Gefahr einer solchen, was heißt Gefahr, also diese Änderung, mit der muss man immer rechnen. Ja, weil eben die Berge würde es so ja gar nicht geben, wenn das nicht stattgefunden hätte. Und er erläutert eben, dass es eben aufgrund der Formen von solchen Erhebungen vielleicht nachzuvollziehen ist, wo entsprechende Äquatoren, ja, früher der Äquator früher gewesen ist. Das wollte ich nur noch mal so ganz kurz sagen, weil wir natürlich schon im Dezember vielleicht damit rechnen können. Aber wie gesagt, das ist schwer zu sagen, vorherzusagen. Wir können ja vor allen Dingen auch gar nicht wirklich was dagegen tun. Warum sollten wir auch? Wir müssen ja sowieso das Leben so leben, wie es sich uns darstellt. Es sei denn, eben durch Bewusstseinsentwicklung zu erkennen, dass man uns hier was vorspielt, in dieser Matrix Dinge vorspielt, die eigentlich so gar nicht da sind, wo man in unserem Kopf eine Welt erschaffen hat, um uns auch in ein Gedankengefängnis zu sperren, um uns auszusaugen und auszunutzen und zu benutzen. Ja. Wir sind, wisst ihr. Ne? Okay, also wäre es natürlich ganz spannend zu sehen, ob irgendwas passiert in den nächsten Wochen. So lang ist ja nicht mehr, ne? 27. Ne? Haben wir es noch rund vier Wochen, ist fast schon Jahresende. Also nach dem gregorianischen Kalender. Ne? Ist ja schon, da glaubt der Papst ja schon selber nicht dran, ne? Hat er ja schon gesagt. Ach, das ist alles Schmuh. Jesus Christus ist viel, viel früher geboren als das, was wir euch erzählen und so. Aber ändern, warum? Ne? Solange ihr so blöd seid, da alles dran zu denken und das zu glauben. Ne? Aber immerhin hat es zugegeben. Aber wie gesagt, wir dürfen ja nicht vergessen, alles das, was wir als Materie sehen, auch zum Beispiel jetzt hier die Berge, diese Verschiebungen rauf und runter, wie auch immer sie aussehen, sind auch nichts anderes als nur reine Frequenzen. Ich weiß, es ist schwierig vorzustellen, für mich auch. Also ist nicht so, dass ich alles wüsste und ich klar käme mit diesen Gedanken, aber ich spreche sie aus, weil vielen gehen die vielleicht auch so mal zwischendurch durch die Gehirnströme von einer Zelle zur anderen hüpfend. Oder so. Ja. Und dann sagt die andere, dann kommen die Aliens. Ja, okay, da sagt er auch was dazu übrigens. Deswegen ist das ganz interessant. Der sagt also, und die New Ager, ne, so nennt er die, ist also ein bisschen brutal in seiner Wortwahl. So würde ich es nicht unbedingt so direkt sagen. Ne? Aber die Anunnaki, die Idioten, die auf die Anunnaki warten und sie auch noch einladen, hier runterzukommen, sie abzuholen. Ja. Die hatte eigentlich der ursprüngliche Schöpfer hier von ihr verbannt. Und die hier, die New Ager, holen sie alle wieder zurück. Das ist seine Aussage. Ne? Ich weiß es nicht. Gebt das wieder, was er so inhaltlich, ne? Was er gemeint hat. Und stellen sie auch noch einen Berg und machen die Hände auf und sagen, hier, komm zu mir, nimm mich mit. Ja, und wir wissen ja, wie viele FEMA-Camps schon da sind. Übrigens, die Liste aller FEMA-Camps in Amerika habe ich jetzt auch. Verlinke ich dann auch nochmal irgendwo. Vielleicht finden wir uns dann da wieder nach dem Polsprung. Also in den Camps. Ne? Angekettet. Oder so. Jedenfalls warnt er eher davor, vor allen Dingen technisch ausgerüsteten Aliens zu freundlich zu begegnen. Zu hoffnungsvoll, sagen wir mal so, zu begegnen, dass die einen retten wollen, sondern dass das eigentlich eher auch genau nach hinten losgehen könnte. Dass die also jetzt nur hoffen darauf, dass genügend Leute hier sie auf die Erde bitten, damit sie hier Reintritt haben, freien Eintritt und dann nehmen sie alles, was da ist. Oder so. Ne? Okay, ja, wir wissen ja, menschliche Dummheit ist grenzenlos. Ne? Wahrscheinlich leben wir auf der Erde, um diese grenzenlose Dummheit mal richtig auszuleben. Bei Oneus ist das nicht so erlaubt. Könnte man denken. Ne?
Ja, also das sind so seine Gedankengänge und warnt so ein bisschen nochmal davor, sich eigentlich auf die das Urschöpferische zurückzubesinnen, was bestimmt nicht ausgerüstet war mit Untertassen aus ähnlich aussehenden UFOs und so, also solchen Hilfsmittelchen, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man in einer anderen Dimension leben oder sich aufhalten kann, vielleicht tun wir das ja sogar. Ne? Mit Ole haben wir das schon mal besprochen. Ne? Nachts ist der Teufel los, da sind wir in einer anderen Dimension, vielleicht. Oder sonst was. Ja, das wissen wir nicht ganz genau, wie das dann ist, aber eigentlich, da brauchen wir doch keine Technik dafür. Ne? Technik ist doch eher eine Beschränkung unserer eigenen Fähigkeiten. Dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, ich benutze sie zwar auch, ne? Weil ich es auch irgendwie verlernt habe, anders mit meinen Sinnen umzugehen, überhaupt mich dafür zu öffnen. Das ist bei dem einen oder anderen sicher anders oder ähnlich, wie auch immer. Jedenfalls muss es wohl so gedacht gewesen sein, wenn wir schon Frequenzen sind, dann könnten wir als Frequenz ja auf Frequenzen senden, überall, im ganzen All. Das ist etwas, was wir vielleicht konnten, was wir vielleicht auch können, was in uns drinsteckt, was wir vielleicht wiederentdecken sollen und können. Wozu brauchen wir dann ein uns beschränkendes technisches Umfeld? Ne? Wie häufig stürzt dein Computer ab? Wie häufig ist der Akku leer, ne? Bei deinem Krebshandy? Oder was weiß ich, wie häufig bleibt das Auto stehen? Ne? Kein Benzin mehr drin und solche Sachen. Also wir lassen uns von Rothschild und Rockefeller ordentlich beschränken in unseren Möglichkeiten und sind doch noch stolz drauf. Und so. Ne? Das ist eben halt die Matrix, die uns so denken macht. Ne? Deswegen gibt es auch die ganzen Hollywood-Filme mit den ganzen Speeränzchen drumherum, die Clowns, die uns da vorgesetzt werden, wer auch immer, ne? Die Clowns, die im Film waren, werden dann auch noch Gouverneur. Ja, zum Beispiel von Disneyland. Nee, von was ist es? Kalifornien. Ich bin Governor of California. Und so, ne? Mr. Black Egger. Ja. Zum Beispiel. Sowas. Ne? Ja, jedenfalls ist das so die Überlegung, ob das alles so sein, ob das alles wirklich glaubhaft ist, was man uns da vormachen will. Vor allen Dingen, die fangen ja überall an, ne? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Bluebeam Project, und wir wissen auch nicht, was mit Holographie hier alles noch auf uns zukommt. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin mal auf der Autobahn gefahren, übrigens in der Schweiz. Ja, irgendwo zwischen, was weiß ich, auf der Strecke Zürich, St. Gallen oder irgend sowas. Und da ist mir immer aufgefallen. Da war immer ein Flugzeug. Ich meine, Zürich hat ja einen großen Flughafen und so, und die fliegen da ja auch mal rum und machen auch Schleifen und dies. Aber dieses Flugzeug hat sich nicht bewegt. Das stand immer an derselben Stelle. So, dass es durchaus, ja, soll ich sagen, durchaus auch sein könnte, dass wir Dinge im Himmel, also hier auf der Erde haben wir einen Himmel, wir sind ja nicht auf dem Mars. Ne? Wie heißt der Himmel auf dem Mars? Kann da mal einer bitte einen Vorschlag machen? Hier beispielsweise im Chatraum. Ja, ich schreibe einer die Schweizer an der Autobahn. Autobahn. Marshimmel? Ja, aber der Himmel ist ja außerhalb vom Mars. Also, sonst würden wir ja Erdhimmel sagen. Das ist ja kein Erdhimmel. Ne? Erdapfel. Okay. Hier. Da schreibt einer hier, deshalb gibt es in Südamerika und Türkei alte unterirdische Gänge, wo sich die Menschen deswegen versteckt haben. Ja, das ist ein tolles Ding. Ja, habe ich auch gesehen. Vor allem die in der Türkei. Für die meisten Leute unerklärlich, wie man solche Dinger bauen kann. Ja, das müsste so auch irgendeine Technologie gewesen sein, die so, ja, und so weiter. Jo, also Mars-Firma Mensch, schreibt einer. Tja, also lurgen wir mal. Hä? Blümchenwiese, sagt einer. Ja gut, ich weiß noch nicht, da bin ich noch nicht zufrieden damit. Komm, da müsst ihr noch ein bisschen kreativer werden, ja. Das ist noch nichts. Jedenfalls, wisst ihr, was ich meine? Es ist so, wir sollten also immer
gerade was Technik angeht, ein bisschen unsere Ohren spitzen und sagen, hoppla, alles, das ist, klingt alles schon wieder nach Kontrolle, Beeinflussung und letztendlich Limitierung. Denn wenn du limitierst, ja, wenn du etwas limitierst, entweder durch Reichweite, durch Material, durch Art und Weise, wie man sich bewegt, ja, ob vielleicht gibt es technisches Gerät, das vieles kann, was wir noch gar nicht so wissen. Und manche UFOs, ne, die man so sichtet, lassen das erahnen, dass es sicher mehr gibt als das, was wir uns vorstellen können. Dennoch sollte man immer vorsichtig sein bei irgendetwas, was einen limitiert. Denn eigentlich sind Frequenzen unlimitiert, oder? Ich weiß nicht. Also seht ihr das anders? Also ich sehe Frequenz als etwas Unlimitiertes. Gell? So, hier schreibt einer, hallo Detlef, in einer Manege haben wir wenigstens etwas zu lachen, wenn ich so einige Mundwinkel der Politiker sehe, fürchterlich. Manchmal frage ich mich, ob die Regierungssitze nicht außerirdische Basen oder Landeplätze sind. Danke, super Detlef, weiter so. Okay. Dann hier, hallo Detlef, ich frage mich, wem nutzt eine Tellermine auf dem Mars? Wem? Amerika hat so viele Staatsschulden, Leute hungern, selbst Amerikaner, und die verschleudern Milliarden von Geld. Was hat die Menschheit davon? Gute Frage. Vielleicht hat ja auch gar nicht die Menschheit was davon, sondern was, ja, wie jemand anders. Ne? ja, hier, da schickt mir einer ein Bildchen hier von entsprechenden UFOs, die vom Mond aus starten. Ne? Klasse, muss ich mir da mal anschauen. Da ist ein Video dazu geschickt. Gut. Hier kommt was. Detlef Andreas Klaus bestätigt, deutsche Staatsangehörigkeit hat keiner. Da sind alle, die diesen Personalausweis BR besitzen, staatenlos, sind demnach rechtlos. Ja, okay. Nee, ich finde, also mir ist es egal, was ich für ein Ding da besitze. Ich bin immer recht voll. Hier geht was, Sonne geht nicht im Westen unter, sondern mittlerweile West-Südwest. Das heißt, um ca. 35% im Uhrzeigersinn wandern entweder die Pole oder die Achse ist gekippt. Ja, das ist ja auch etwas, was wir spüren, dass sich irgendwas verändert hat auf der Erde. Guter Punkt, das kann gut sein, ne? Oder? Also wer da will, kann mir hier noch was zuschicken. Kein Problem, ne? Das können wir machen, ne? Hat mir einer hier so was geschickt. Einstein hatte recht. Ne? Einstein hatte recht. Und er hat hier mir ein paar Bildchen reingeschickt, zum Beispiel, wo Menschen zu sehen sind beim gemeinsamen Kaffee trinken. Ne? Und wisst ihr was, das sind eher jüngere Menschen, in dem Fall waren das hier vier Mädels am Tisch. Wisst ihr, was die machen? Das sind Kaffeeklätschchen? Nee, die sprechen mit ihrem iPhone. Die Augen sind schon fast in der Tastatur drin. Und dann gibt's hier mit Freunden im Restaurant, das ist eine gemischte Truppe, statt zu essen oder sich auf das Essen zu freuen oder sich zu unterhalten, hockt jeder vor dem iPhone, kriecht mit den Augen und Gedanken voll dort in die Technik hinein. Und dann gibt's hier ein Bild von einer Szene in einem Museum. Die Schönheiten im Museum genießen. Drei junge Damen, die da sitzen auf einem, auf einer Bank, die sich schöne Bildchen anschauen. Ja, aber nicht das, was das Museum bietet, sondern sie schauen in ihr iPhone und sind am Reintippen und ein angenehmes Chatten im Café, ne, die wunderschöne, was weiß ich, Dings da vor der Nase. Nein. Da wird ordentlich im iPhone herumgemacht und einen Tag am Strand genießen. Vier gelangweilte junge Menschen am Strand. Und was tun sie? Die Sonne genießen? Blick aufs Meer? Nein, rein ins iPhone. Oder vier mal die Dinger da. Und im Stadion auch noch. Ganz viele junge Leutchen, die jubeln doch ihrer Mannschaft zu. Nee, die schauen ins iPhone hinein. Gucken das Spiel lieber im iPhone, obwohl sie live dabei sind.
Gut, dann gemütliches Abendessen mit der Freundin. Die Freundin guckt noch rechts ins iPhone und der Freund guckt noch links ins iPhone. Und Stadtrundfahrt im neuen Cabrio. Vier Mädels im heißen Cabrio. Und sogar die Fahrerin beim Fahren ist im iPod drin. Und Albert Einstein, was sagte er? Weshalb hat er recht? Er sagte: Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein. Und derjenige, der es schickte hier, sagte: PS, war sicher nur der Neid, weil er kein iPhone bekam. Ja, okay. Habe ich das gut geschildert? Konnte man sich das vorstellen, wie das ablief? Könnt ihr mal selber rumschauen. Wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid, schaut mal, wie sich die Leute beschäftigen. Ich sehe das immer so bei mir in der Stadt immer. Vor allem natürlich die jungen Leute, die sich mehr mit der Technik auseinandersetzen können und wollen. Die hängen auch beim Gehen auf dem Gehsteig eher mit den Augen mehr im iPhone als auf dem Bürgersteig. Und da können die hübschesten Partner vorbeigehen. Sie kriegen es nicht mit. Oh je. Vielleicht ist das eine andere Strategie der Dims, die Fortpflanzung zu behindern. Oder? Mit wem arbeiten die Dims wohl zusammen? Könnte man sich fragen, oder? Oh Mann, ey. Ja, Leutchen, also welchen Clown wollen wir trauen? Ne? Guckt's euch an, alle die Leutchen. Da fällt ja nicht mehr viel ein. Also wirklich, ey. Da bist du sprachlos, manchmal. Okay. Dann, hier, wie das so abläuft, ne? Die Matrix wird mit Gewalt zusammengehalten. In den USA geht es ganz einfach. Die NWO trainierten Scheuklappen-Polizisten, denen hat man quasi die NWO oben als Chip zwischen die Gehirnhälften reingehämmert. Die setzen Gewalt ein. Eine Mutter, die ihr Kind vor einer umstrittenen Medikation mit Psychodrogen schützen wollte, wurde 10 Stunden lang mit SWAT-Team und Panzer vor ihrem Haus belagert, dann festgenommen, inhaftiert. Die Tochter wurde weggenommen, die dann in ein Kinderheim untergebracht wurde und dort anschließend natürlich erstmal missbraucht wurde. Das ist unglaublich. Ich müsste euch mal durchlesen. Das ist zwar auch auf Englisch, aber... Oder hier die CO2-Lüge, ne? Die Regierung belügen uns. Das erzählen sie uns ja auch einen Schmarrn. Also, und gibt's wirklich noch Leute, die das alles glauben, ne? Da steht das hier zum Beispiel bei MM News, ist dieser Link da, die CO2-Lüge. Die Behauptung eines Treibhauseffektes durch Kohlendioxid, CO2 ist eine Lüge. Das Gegenteil ist der Fall. Der Treibhauseffekt wird durch Wasserdampf erzeugt. Ursache und Wirkung werden vertauscht. Der Anstieg des CO2 ist die Folge, nicht aber die Ursache der Erderwärmung. Die für den Menschen optimale CO2-Menge in der Atemluft beträgt 5%. Wahrscheinlich ein bisschen viel, aber der jetzige Gehalt der Atmosphäre beträgt aber nur 0,038%. Die politische Agenda der Reduzierung von CO2 ist ein Mind-Control-Projekt. Sind wir doch da wieder. Ich lese das nicht alles vor, keine Sorge. Ich weiß auch nicht, ob er das richtig gesagt hat mit 5%. Wer kann das bestätigen hier im Chatraum? Reinposten. Wer ist hier Wissenschaftler aus der Matrix? Ha? Okay, also ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach gewaltig, was da gelogen wird. Wie die Balken sich da biegen. Und deswegen ist wahrscheinlich die ganze Erde auch im Erdbebenfieber. Das ist das klar, ne? Oder? Naja, also sowas zum Beispiel, ne? Da bist du einfach sprachlos, dass die Leute sich das, also erstmal, dass die sich das überhaupt trauen, das uns immer noch als wahr zu verkaufen und dann noch uns weiterhin zu besteuern. Das ist gewaltig, ne? Oder? Ja, das fand ich doch, das ist noch interessant, weil wir von der Matrix gerade sprachen. Goldman Sachs regiert die Welt. Ne? Das ist ja unser Bankster-Verein, der ganz oben steht. Ne? Die Aushänge Bankster-Front,
der dümmste Dominanier sind die Minorität, das ist die sogenannte Elite. Wer das noch nicht gehört haben sollte. Ne? Ich nenne die ja so. Ne? Warum? Erstens sind es nur wenige Mannequin. Zweitens sind die komplett flach in der Birne. Die, ja, da ist nicht mehr alles ganz fest. Unter der Schädeldecke. Und sie sind dominant, brutal, gefährlich. Ne? Ja, und Goldman Sachs ist also eine Front von denen und die regieren Europa, wahrscheinlich die ganze Welt. Jetzt wird nämlich ein Kanadier Chef der britischen Zentralbank, so normal, ne? Ist doch unabhängig. Unabhängig vom demokratischen Prozess, wie es der Schäuble jetzt kürzlich sagte, wieder in einer Bankster-Tagung in Frankfurt. Wurde er sogar wieder mal aufgenommen. Ne? Wie gesagt, das ist gut so, dass man das Wichtigste, die Finanzen, weg vom demokratischen Prozess hält. Ne? Und so. Okay, also hier, also ein Kanadier, Chef der britischen Zentralbank. Besonders zuvor arbeitete er 13 Jahre bei Goldman Sachs. Ach, was für ein Zufall. Ach. Und angeblich haben die Briten keinen würdigen Notenbankboss im eigenen Land gefunden. Natürlich nicht. Mit der Ernennung von Mark Carney zum künftigen Chef der Bank of England ist die Führungsriege von Goldman Sachs weltweit und besonders in Europa fast perfekt. Ne? Das lese ich schon noch vorher, das ist schon lustig. Regiert Goldman Sachs die Welt, steht hier weiter, oder zumindest die Bankenwelt. Die Benennung des Kanadiers Mark Carney als zukünftiger Chef der Bank of England ist nichts anderes als ein Skandal. Denn damit wird die Goldman Sachs Führungsriege in Europa komplettisiert. Goldman hat damit in fast allen wichtigen Ländern, Banken, Situationen, seine Finger im Spiel. Nicht zuletzt ist auch der EZB-Chef Draghi, was übersetzt heißt Drache, dieser wichtigsten US-Investmentbank Goldman dürfte damit nicht nur den totalen Durchblick über die Geschehnisse in Europa haben, das hatten sie auch vorher schon, sondern diese auch zu ihrem Vorteil steuern, befürchten Insider. Ach nee, wieso befürchtet ihr das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, das Skandalöse bei der Ernennung von Carney, er ist ein Kanadier. Das allein ist natürlich nicht der Skandal, sondern die Tatsache, dass man Großbritannien angeblich nicht in der Lage war, einen geeigneten nationalen Nachfolger des derzeitigen BOE-Chefs zu finden, Bank of England. Ja, Charles ist schon zu alt, hat das auch noch nicht so richtig verstanden. Da trotz der gesunden Ernährung und weniger Chemtrail-Exposition ist doch schon ein bisschen was in den Zellen durcheinander geraten. Das hat vielleicht mit der Inzucht zu tun, weniger mit dem Chemtrail, aber das ist man nicht. So, kaum zu glauben, dass es keinen fähigen Briten gibt, das war übrigens mein Kommentar dazu, ne? Da habe ich so eingeflochten, damit der aufgewacht später was zu schneiden hat. Wenn ich ihm dann mal die Tondokumente zukommen lasse, bin noch nicht dazu gekommen. Aber irgendwann schaffe ich es auch noch. Also hier scheint kaum zu glauben, dass es keinen fähigen Briten gibt, der diesen Job antreten kann, ein Novum in der mehr als 200-jährigen Geschichte der Bank of England. Wieso, die war da immer schon der Hand von Rothschild, da hat sich nichts geändert. Die heißen jetzt anders. Umso offener, dass an Mark Carney das Label Goldman Sachs klebt, genauso wie bei vielen anderen Finanzwürdenträgern innerhalb und außerhalb der Eurozone. Carney arbeitete zuvor immerhin 13 Jahre für Goldman Sachs und war in seiner Funktion nicht unumstritten. Oh. So beriet er 1998 in typischer Goldman Sachs-Manier die frühere russische Regierung während der damaligen Krise, während Goldman selbst auf einen fallenden Rubel spekulierte. Ach nee. Okay. Ja, ihr könnt den Artikel danach lesen. Da gibt es noch eine schöne Abbildung, wo so ein paar von den Mannequin von Rothschild, also eigentlich sind das ja, ich wollte sagen Goldman Sachs, zu sehen sind. Ne, derer gibt es noch viel, viel mehr. Ne? Also, ja, ich finde es trotzdem immer noch mal wieder ganz interessant, die Matrix so ein bisschen aufzudröseln, damit man noch ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, was da so abgeht. Denn das wichtigste Machtinstrument in der Matrix über uns ist das ist das Geld.
worauf so die meisten so scharf sind. Und Ole sagte mir das in der Sendung. Alle sind käuflich. Also ich, seid ihr käuflich? Ja, ich habe leider keine Kohle. Sonst würde ich euch alle kaufen. Okay. Hier schreibt einer, Marshimmel heißt Skyfall. Skyfall. Skifall. Würde man auch sagen. Skifall. Also wenn man so das Englisch nicht so kann. Ja, interessant. Hier schreibt einer, Marshimmel, Hi Detlef, in Bezug deines Chemtrails Berichtes, würde ich den Marshimmel Leinwand nennen. Hoi. Ja, das passt zur Matrix. Nicht die Matrix, sondern es ist die Mars Tricks oder so. Ja, könnte auch sein. Okay, also das nur so am Rande. Klasse Vorschläge. Ich sammle noch so viele. Ne? Hier schreibt noch einer. Was hat Ole gesagt hier? Die kriegt rote Böckchen. Aha. Ja, aber das ist gesagt, das ist öffentlich. Das geht aus dem Netz nie wieder weg. Da schreibt hier einer. Nicht alle, Detlef. Auf einer bestimmten Summe, sagte ich. Wie hoch ist deine Summe? Heißt nicht so der neue Bond-Film? Der gefallene Engel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja gut, also Dimmszelt, schreibt einer. Das Dimmszelt wäre auch gut. Ja, das ist auch noch interessant. Muss mal was einfallen lassen, ne? Der Ölstreicher, der 007. Genau. Okay. Detlef macht am 21.12. eine Sondersendung von 12 Uhr mittags bis zum nächsten Tag 11.59 Uhr und du, Ole, führst durch die Sendung. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich habe eigentlich eine Einladung für den 21.12., ne? Untergangsladung. Nicht eine Einladung, Untergangsladung. Da wollte ich ja nicht hin. Ich muss aber erst die offizielle Einladung kriegen. Also Unterladung, Untergang, bevor ich da also jetzt irgendwie selber... Außerdem habe ich noch gesagt, ich habe ein Angebot, ich soll dann USA machen, so eine große Sendung, da soll ich auch rein, habe ich schon abgesagt, bin weg. Wir wissen ja auch noch nicht, wo wir dann sind, in welcher Dimension wir uns dann aufhalten, oder? Wer weiß das schon? So lange im Voraus kann man doch gar nicht planen. Ne? Ich möchte mal wissen, was die bei den Globalisten machen, ne? Diese großen Firmen... Da müssen immer Planungen gemacht werden. Ne? Ich war ja auch mal in so einer Firma und da wurden die Leutchen gequält. Ne? Ungefähr so 6 Monate im Jahr waren die nur mit Planungen beschäftigt und konnten ja nichts tun. Und so. Aber gut. Die planen über den 21.12.2012. Möglicherweise weg schon, vielleicht. Ja, irgendwo habe ich das gelesen. Es gibt irgendeinen Milliardär. Ich habe aber den Link leider nicht, sonst hätte ich ihn schon verlinkt. Hat mir irgendeiner geschickt. Sollte da einer zuhören, der das auch wusste oder weiß, dass ein Milliardär irgendwie schon geplant hätte, Raumschiffe zu bauen für 80.000 Menschen, die auf den Mars fliegen sollten. Irgend sowas in der Richtung. Ne? Aber bitte, das ist nur, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Also das habe ich irgendwo gelesen. Vielleicht. Eine Nibiru Livecam, ja, oder Mars Livecam. Ne, wäre noch besser. Werfen wir einfach ab. Eine Kamera, das müsste ja genauso seicht und soft gehen, wie das beim Mars Rover der Fall ist. Und schon eine Kamera. Der Mars Rover hat ja auch eine, ne? Daran orientiert er sich übrigens. Das funktioniert fantastisch seit Jahren, trotz allem Dreck, Sandstürmen. Ich weiß nicht, ob schon mal einer von euch mal an der Küste war, an der Nordseeküste. Ne? Ich war da als Kind häufiger mal. Und da gibt es einen wunderschönen Strand, also so Sandstrand, ne, auf den Inseln. Oder aber unangenehm ist es, wenn es da Wind hat, ne, weil es diesen Sand schon bei leichtem Wind so dermaßen herumwirbelt, ja, dass es einem richtig gehend wehtut an den Beinen und sonst wo, wenn die diese Sandkörner treffen. Erstaunt bin ich. Also diese Mars-Rover-Geschichte habe ich immer noch nicht begriffen, wie die das machen. Also die müssen von einem anderen Planeten sein, also nicht von der Erde. Okay,
Also, ja, es geht mir immer wieder durch den Kopf, diese Geschichte. Also ich kann es immer noch nicht ganz fassen, was ich da so gehört und gesehen habe. Hier, der geht doch zur Untergangsparty oder zur Unterladung. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie das alles wirklich läuft. Wer kann das schon wissen? Wer weiß, was am 21.12. läuft, wenn am 3.12. schon alles untergeht? Da können wir vielleicht in der nächsten Dimension uns treffen und da brauchen wir diesen ganzen Computerquatsch nicht mehr. Oder hier diesen Internetstream. Da machen wir das alles mit Frequenz. Da machen wir das einfach so, ohne technische Hilfsmittel. Und dann sind wir alle im Astralkörper, sehen alle lecker aus. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, Astralkörper, ob man den überhaupt sehen kann. Also ich finde das hochspannend. Diese Phase, in der wir drin sind, bitte, was gibt es Spannenderes als das? Ich habe noch nicht mal mehr Zeit, mir irgendwas anderes anzuschauen, irgendein Video, Kino bin ich schon seit ewigen Zeiten nicht gewesen, bis auf dieses eine Mal, wo ich da mal erzählt habe, da von Prometheus. Aber da bin ich auch nur hin, weil mich jemand eingeladen hat dazu. Okay. Also, dieses Leben ist so spannend. Leutchen, echt. Weiß man gar nicht, was man machen soll. Also, bloß keine Trübsal blasen, sondern sich daran erfreuen, was ist. Es genießen, jeden Moment, den Untergang, das Zerbröseln dieser Matrix, die macht sich ja selbst kaputt. Ne? Dadurch, dass sie so blöd sind und so und solche Bären aufbinden, die man ja wirklich so alle erfasst und checkt. Und sogar schon Leutchen, die noch in der Matrix drinstecken, die merken, dass da irgendwas nicht funktioniert. Ja. Also, ich weiß nicht, wie man das sieht. Sehe ich zumindest so. Also, diesen Clowns, kann man wirklich nichts mehr abnehmen. Ja. Hier, jetzt schreibt einer rein hier, hallo Detlef, irgendwann heißt es die weltweiten Staaten von Goldman und Sachs. Ja, lassen wir die auf der Welt und wir ziehen um auf den Mars und fahren mit dem Rover rum. Hier kommt noch was. Was haben wir da? Okay. Das habe ich schon, das habe ich schon gesagt. Okay, alles klar. Jetzt hier, was haben wir noch? Ach ja, hier noch ein kleines Matrix-Überraschungsei. Und zwar die E-Card, ein Trojaner. Mit das geht hier wieder um die BIRD, die BRD-Matrix. Das ist noch eine Matrix in der Matrix. Ne? Weil sonst hätten wir es so leicht. Weil wenn die Deutschen das einmal kapiert haben, ne, wie das läuft in der BRD, dann hätten sie das andere ja auch kapiert. Also muss man sie auch schon innerhalb der Region niedrig halten. Ne? Mit Unterhaltung unten halten. So, mit der Akzeptanz der Karte wäre dann die Infrastruktur gelegt, um nicht nur die Stammdaten, sondern alle Daten des Patienten legal auf dem zentralen Server der Kassen zu speichern, damit dort alle im Gesundheitsbereich Tätigen zugreifen können. Das ist dann vollkommen legal. Die Schweigepflicht ist damit genauso weg wie das Bankgeheimnis. Och, welches Bankgeheimnis? Wir haben nur ein Geheimnis, das ist nämlich das Bankster-Geheimnis, weil wir noch nicht alles wissen von denen. Ne? Okay. Zusammengefasst ist dies die völlige Transparenz von Arzt und Patient. Die Kassen werden aus einer Bezahlorganisation, in Klammern Kasse, zu einer Kontroll- und Bestimmorganisation. Der Arzt ist ein Handlanger dieser Kassen, nicht mehr Partner des Patienten. Und wer steckt dahinter? Die Bertelsmann Stiftung. Jawohl! Aber ich bin ja kein Unmensch. Ich werde jetzt keinen Applaus einspielen. Gell? Ja, also es ist ein interessanter Gedanken. Das kann durchaus sein. Die Matrix ist immer wieder für Überraschungen gut. Ne? Und wir freuen uns über alles, was die Matrix uns wieder Neues bietet. Das ist Unterhaltung. Das richtige, fast schon Überhaltung, weil wir da so ein bisschen mehr noch kapieren, was läuft. Ne? Hier schreibt einer, oder habe ich das vorhin schon vorgelesen? Ja, Dims zählt. Ja, genau, das habe ich schon vorgelesen. Gut. Ja, zu sehen. Okay. Ja, Leutchen, also wie gesagt, wer noch will, der kann mir noch was reinschicken unter radio@wakeness.net. Das ist meine E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ich bin ja am Arbeiten an einer größeren Veröffentlichung in verschiedenen Teilen.
Und das macht mir im Moment, ja, beschäftigt mich, ne? Und es war auch interessant, natürlich. Aber es ist eben aufwendig deswegen, weil ich alles genau belegen will und möchte und alles mit produzieren, mit Bildchen und Ds und das ist halt auch Aufwand, ne, die ich da leiste. Schauen wir mal. Ja, also ich finde es schon amüsant, was da alles abläuft. Und wir werden mal sehen, was da vielleicht noch auf uns einwirken wird. Ja, jedenfalls habe ich das bei mir, wie gesagt, auf myweakness.wordpress.com drin. Da könnt ihr mal reinschauen. Da mache ich nachher dann auch das Hochladen der Aufzeichnung dieser Sendung. Aber was eben da meines Erachtens auch nochmal wichtig ist für die, die sich für diese Matrix hier interessieren. Ich habe da auch nochmal einen Link reingemacht zu den 13 satanischen Blutlinien. Denn das sind ja die DIMMs oder die, ja, ein Großteil derer, die man bereits schon mal aufgedeckt hat, ne, die also auch dazu gehören auf jeden Fall. Bestimmt haben wir ein paar vergessen. Ne? Und da habe ich das in meiner Sendung auch gebracht. Und wenn man auf den Link geht, das ist der United We Strike, United We Win Marathon vom 10.11.2012. Da ist dann das Video dazu, wo ich dann auch die Bildchen zu den Familien gepackt habe. Ne? Bestimmt auch nicht schlecht, weil da kann man sich das nochmal anschauen. Sollte man vielleicht auf groß stellen und zwischendurch mal Pause drücken, ne? Weil ich habe das relativ schnell durchgerattert. Ne? Schneller als das Auge das mitkriegt, ne? Damit wir ja nicht schlafende Hunde wecken hier. Und wie gesagt, auch immer mal wieder reinschauen bei Planet X News, weil das aktualisiere ich jetzt immer, ne? Vor allen Dingen auch wegen den Erdbebchen, die da alle so passieren. Ne? Das ist schon gewaltig, was das im Mittelmeerraum abgeht. Das ist also, ne, echt unglaublich. Und jetzt haben wir auch schon wieder 5,5er heute. Jetzt ist gerade noch einer dazugekommen hier, South Sandwich Islands, 5,1. Holt sich dann auch noch rein. Ne? Logisch. Ja, und wie gesagt, macht dann nachher für diejenigen, die das vielleicht erst später eingeschaltet haben sollten oder es nochmal hören wollen, die lustigen Geschichtchen, ne, vom Detlef. Dann spiele ich das gleich nochmal als Wiederholung ein. Das ist doch logisch. Ne? Gerade diese, ja, ihr wisst ja schon, was ich damit sagen will. Ne? Diese Rover-Geschichte, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Also, wie doof halten die das eigentlich? früher hätte ich das wahrscheinlich auch alles geglaubt, was die da schreiben. Ne? Wenn ich da mit offenem Munde davor gesessen vor dem Bildschirm. Früher habe ich ja noch Fernsehen geschaut und hätte es nicht fassen können, zu was der Mensch alles in der Lage ist. Oh Mann, ey. Ich weiß noch, dass, als damals die Mondlandung war, der erste, dann hatte ich auch schon einen Job da und dann hat die Firma uns dann freigegeben, wir haben uns dann alle, also die Abteilung, ne, ja, haben uns dann da vor dem Fernseher gesetzt und haben dem zugeschaut und konnten es nicht fassen und haben gejubelt. Ne? alles, was passiert. Nichts ist Zufall, Leutchen. Ja? Nichts ist Zufall, das ist alles genauestens eingeplant, vielleicht nicht der Moment und was es genau ist, aber dass es passiert, dass irgend sowas passiert, ist genau geplant. Das ist so verpflanzt, eingepflanzt, weil es ganz wichtig ist, dass wir eben in dieser Matrix gefangen gehalten bleiben. Auch mit diese Menschen, die glauben, sie wären was Besseres, ne, als das normale Volk. Okay, also die, sagen wir mal, die etwas intelligenteren oder die etwas gebildeteren oder so, ja. Auch die werden ganz brutal in dieser Matrix festgehalten. Das kann man relativ schnell feststellen, sogar in der sogenannten aufgewachten Szene, weil die nicht mal Gedanken zulassen, die auch das in Frage stellen, was uns da immer vorgeflimmert wird, ne, aus der Kiste. Das muss dann schon wirklich, also die sind ja sehr toll dreist, diese Leutchen, weil sie uns eben Dinge präsentieren, die also so offensichtlich daneben sind. Das ist also wirklich, ja,
Die Lügen sind so groß, dass man sich schon glaubt. Ja, oder so. Ja, so klasse. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Wir sind also fast schon am Ende unserer Sendung heute. Ne? Und was ich eigentlich euch nur sagen wollte, als Thema, ne? Dass wir umgeben sind von einer Gruppierung von Clowns, die uns die ganze Zeit hier veräppeln und uns irgendwas erzählen und was vormachen. Auch diese ganze Weltkriegs-3-Geschichte da vor Ort, mal so schlimm, die einzelnen Schicksale der Menschen, die dort geknechtet und geknebelt und brutal verletzt werden und getötet werden, ist natürlich schlimm. Aber auch das ist ein Schauspiel, was uns vorgespielt wird, damit wir in dieser Matrix drinbleiben. Würde das verschwinden, ja, würde diese ganze Angstmache, diese sich mit dieser Sache auch noch beschäftigen, wegfallen, hätten wir Kapazitäten frei, uns um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist. Da möchte ich eigentlich auch nochmal meinen Appell an euch richten. Die meisten von euch machen es eh. Ne? Ihr wisst, den Appell gebe ich ja weiter. Vor allen Dingen an die Menschen, die erst in dieser Phase stecken, dass sie darüber stolpern, dass es vielleicht Dinge gibt, die auch noch wichtiger sind als das Geld. Ole. Aber ja, für Ole ist das auch wichtig. So wichtig, wollte ich sagen. Oder? Aber sie sagt ja zu Recht, dass das Geld der Dims eigentlich diese Matrix beherrscht. Und zwar egal wo. Ne? Egal wo. Hat das Geld, das Leben, den Ursprung dieser Menschen schon ziemlich zerstört. Ne? Oder? Und wenn man für Geld, was komplett sinnlos ist, was gar nicht existent ist, eine Illusion ist, bereit ist, seine Seele zu verkaufen oder sonst was oder andere Menschen um die Ecke zu bringen, zu berauben. Wie armselig ist es, ja? Oder? Naja. Ja, Leutchen, also in dem Sinne möchte ich aber auch noch eins sagen. Das ist etwas, was uns wieder sehr viel Mut geben wird. All das ändert sich. Weil der erste Schritt ist getan, das Erkennen, und es sind jetzt eine ganze Menge Leutchen schon aufgewacht, sodass sie Illuminati-Vertreter nervös sind und das auch ganz offen als Warnung aussprechen. Die Sache ist wahrscheinlich vorüber. Das sind nur noch die letzten Zuckungen des Biestes, dass wir alle, ja, wie soll ich sagen, besiegen werden. Mit unserem Aufwachprozess, mit unserem Bewusstseinsprozess und mit dem Wunsch, ja, mit dem Wunsch, die Dinge zu verändern, oder? Und da sind wir in einer ganz tollen Welle. Das ist diese Welle, die sich über wahrscheinlich das ganze Universum verbreitet. Zumindest ist das, was wir übersehen können. Auf jeden Fall, die Erde wird das mitkriegen. Und das kommt nicht allein nur von uns. Das ist eine Welle vom Ursprung, vom Schöpfer selbst, wie auch immer man das benennt. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass alles gut wird, ja, alles gut wird und wir davon profitieren. Ja. Tja, naja, also wir werden sehen. Die nächste Sendung ist ja schon diese Woche schon wieder. Hey, das ist am 29. Das ist am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, sofern der Strom noch da ist. Ne? Sofern wir nicht schon in einer anderen Dimension schweben und dann diese Technik gar nicht mehr brauchen. Schauen wir mal. Ja. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören jetzt ausgangs, bevor ich dann also die Wiederholung einspiele, nochmal etwas von Sato Clef. Und zwar POW. Auch ein schöner Song. Und dann werden wir die Wiederholung einspielen vom Pokerface. Please help me, God. Ja, okay. Leutchen, klasse, dass ihr da wart. Bleibt dran, am Ball. Spätestens am Donnerstag
von 16 bis 18 Uhr ist der Detlef wieder live. Ja, schauen, was wir dann bringen können. Bis dann. Ciao, ciao. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Liegen Noten vor mir und löst ein Knoten in mir. Weißt du, ich will frei sein, nicht allein sein, auf der Bühne stehen, vielleicht auch mal reich sein, irgendwann zurückblicken, sagen, es war eine gute Zeit, sagen, ich hab es weit gebracht, es war kein Zeitvertreib. Danke für die vielen Klicks, vielen Hits, vielen Votes, danke an die vielen Fans, danke an das Radio, danke an das Fernsehen, MTV, Viva Klicks, Erinnerungen an Welttournees. Jungs, ich nimm euch wieder mit, das würde ich erleben, hätte ich heute Erfolg. Deshalb frag ich mich, wann hab ich mal Erfolg, doch die Welt da draußen mag mich nicht. Ich will raus aus den Schatten, selber ans Rampenlicht. Das Lächeln fällt mir schwer bei den Leuten, die mich kennen. Dass Probleme da sind, brauch ich nicht erwähnen. Ja, weh, ja, weh, Sudino. Oh,